Flugmodus, Handys auf Flugmodus, Standby, Stand High. Und mir ist egal, was der Wettermann sagt. Ich bin mit euch und es ist ein guter Tag. Das ist nicht King Mero, Zero oder Fero. Gegenüber ist der Big Dog, mein Homie Bego. Yes, hey, baby. An meiner rechten Seite 187 Spielberg, aka Pelasch, mein Partner. Willkommen in der Hölle. Ja, Mann, willkommen auf jeden Fall. Larger than life. XXL Bego ist am Start hier, Bruder. Wir freuen uns, dass du hierher gekommen bist. Eine lange, weite Reise hast du hinter dir gelegt. Ja, danke. Vielen Dank für die Einladung. Ja, und Pelasch, es ist passiert. Wir mussten die Tür aushebeln. Wir mussten, ja. Auf jeden Fall, der Bruder ist zu breit für diese Tür. Das hat aber noch geklappt. Das hat noch geklappt, auf jeden Fall. Auf jeden Fall die breiteste Persönlichkeit bisher, die wir am Start gehabt haben bisher. Da können wir doch direkt auch da einsteigen, Bruder. Yeah. Obwohl ich auch ganz schön oft breit bin, wenn wir sind. Das stimmt, aber das liegt an was anderem. Wie ist es gekommen, Bruder, dass du so massig breit stark geworden bist? Hast du in frühen Jahren angefangen, direkt Sport zu machen? Du hast aber auch so ein Frame, so. Man sieht von deinem Skelett her, du hast schon so breitschultrige Genetik. Ne? Also jetzt gerade zum Beispiel, ich wiege gerade 160 Kilo und das ist tatsächlich meine Naturalform. Ich mache seit 8 Monaten kein Training, keinen Stoff, kein nix. Nur auf Instagram, wenn man ein bisschen guckt, dann sieht man, wie ich auf Stoff und auf Training aussehe. Dann sieht man auch ein bisschen weniger Bauch und so, aber genau, das ist halt mein naturaler Körperbau halt. Ne? Ich bin relativ groß und in den Schultern breit gewachsen. Genau. Bin auch mit über 4 Kilo auf die Welt gekommen. Mama hat mich immer sehr lange gestillt und ich denke mal, davon kommt das Ganze. Guck mal. Sehr schön, sehr schön. Genau. Das ist doch gut, Alter. Das ist doch so ein Trend, der heutzutage teilweise gar nicht mehr so richtig bejubelt wird. Ne? Ja. Heutzutage legt man nach 2 Wochen gerne mal das Kind zur Seite und dann kommt die Flasche. Richtig, richtig. Ja. Also, es fördert aber auch die soziale Bindung, ne? Zwischen die familiäre Bindung zwischen Mutter und Kind. Ganz wichtig. Vielleicht steckt da ja, wie manche böse Zungen behaupten könnten, eine Agenda hinter, dass das möglichst früh abgesetzt wird, damit die familiäre Bindung nicht mehr so aufrecht gehalten wird. Ne? Und ich lege immer noch gern Titten. Ne? Vielleicht. Du bist der ekligste Typ auf der Welt, Bruder. Aber das weißt du schon lange, wie, oder? Das ist es, deswegen lachen wir auch darüber, weißt du? Aber ja, also das ist ja schon wieder eine Verschwörungstheorie hier, mein Lieber. Das ist doch genau richtig, nicht, oder? Dass du hier eingeschränkt wirst, Shadowband oder so. Ja, Shadowband. Kann ich dir aber nur folgen. Ich sehe das sogar bei Kindergärten so, dass du ganz früh halt der Familie die Kontrolle entziehst. Ist jetzt ein bisschen deep, von Proteinpulver auf sowas. Yeah. Ja, ich habe dich gerade auch eben in der Küche gefragt, von wo du kommst, von welchem Sport. Ich hätte, also du hast gesagt, du hast früher Muay Thai gemacht, ne? Ganz früher, ja, so ein bisschen was. Ja. So in jungen Jahren, da war ich noch ein bisschen agiler. Aber man merkt das, also wenn man die 110, 120 Kilo überschreitet, dann war es das. Also mit Ausdauer, da kommt alle 5 Kilo, ist wirklich so wie so ein Schritt von 80 auf 100 Kilo. Ja. Ja, also das ist wirklich ein Sprung. Ist auch nicht gut für die Knochen etc. Nein, die deswegen, Knochen, die ist so undankbar genau, für die Knochen. Und ich habe damals in der Küche eben dir vorhin gesagt, ich war damals nicht dekadent, was meine Bros anging. Mhm. Und jeder kennt den fetten Agro-Berliner noch mit Armschärpe 140. Danke an die Untersuchungshaft für die Diätphase. Und aber dann habe ich morgens immer den Bühl gesagt, bitte zieh mir die Schuhe an. Yeah. Und ist ganz krass auch, ja. Klar, die ersten 3 Mal kannst du doll zuhauen, aber ich sag dir zu dir, als ich diese 140 hatte, das sind exakt 40 mehr als jetzt. Genau. Und Knie, ganz großes Problem. Und ich habe mich nicht so oft verletzt wie in dieser Zeit. Immer diese Luftschläge hatten wir. Aber Digga, du siehst gar nicht aus wie 100. Aber exakt weißt du, 100. Weißt du, warum aber du 100 wiegst? Du hast richtig massige Beine. Ja. Also eigentlich, der hat richtig massige Beine. Ja, bei Oberkörper 100, du bist so, wie groß bist du? Du bist 1,76. Was willst du trinken? Ja. 1,76. Oh, ja. Ich bin ja Buckchen Schleicher mit den elastischen Beinen. Bringt die Omas im Gemeindepark zum Weinen. Und es ist ja, ich wiege ja 100 Kilo und nach YouPorn 97. Ja, real talk. An diesem Tisch war nicht gelogen. Aber mit den Beinen wärst du eigentlich der gemachte Fahrradfahrer, ne? Du wirst lachen, ich war der gemachte Fahrradfahrer. Ja. Wie kennt ihr meinen Vater? Der war Triathlon. Ohne Sattel, aber. Ich fahre ja Tandem immer mit 10 Models ohne Sattel. Und die singen alle Solid as a Rock. Ich habe damals meinen Papa, ich liebe euch, meine Eltern haben mir nie Ritalin gegeben. Der hat mich früher einfach mal, wenn er mich nicht kalt abgeduscht hat, immer jeden Tag in Grunewald rausgefahren. War ein weites Stück, Joggen, Sport, immer halt weit, immer hypernervös. Mhm. Und ich habe ganz früh Triathlon gemacht, 10 Kilometer Distanzen. Hat dann mit 12 auch einen Triathlon gewonnen. Mhm. Ja, das war kein Witz. Also ich komme davon und ich durfte auch erst so mit 14, 15 boxen. Mhm.
So wurde das dann eher gefordert und dann kam gefördert und dann mit 15, 16 Kraftsport und dann, ab dann war das meine Welt, war ein Studio, wo immer ganz viele Profis waren und ganz viele Big Dogs wie Bego. Ja, aber ist ja sehr respektabel, dass dein Vater quasi dein, dein Potenzial erkannt hat und quasi auch dein, dein Potenzial auch gefördert hat. Heutzutage, das ist ein Segen, Bego, weil ich gucke mir die Leute an, das ist kein Witz, googelt Ritalin. Es ist eigentlich mal wieder ein Wahnsinn, dass damals nicht alle aufgestanden sind, dass man Kindern das gibt, es ist verrückt. Es ist nichts anderes als ein Amphetaminderivat. Ja, man setzt einfach kleine Kinder auf Drogen, benebelt deren Gehirn und heutzutage finden die Leute das okay, weil es der Onkel Doktor verschreibt. Also, sehe ich wahnsinnige Parallelen auch da, wo mich unter anderem mein Partner B rausgezogen hat, diesen Medikamentenwahn. Genau. Seit 15 Jahren nehme ich Zyprexa. Führungsaufsicht musste ich es dann nehmen. Vielleicht hat es mal in manchen Phasen ganz gut, war es in der Phase was Richtiges, aber so ein Dilemma. Und ich sagte heute Morgen zu B, alter Spruch von mir, erst seitdem ich das System ablehne, kann ich drin überleben. Und ich gucke mir die Leute an, die nicht skeptische Leute hatten gegenüber der Pharmaindustrie, den Psychologen, bla bla blub. Und die sind alle den Jordan runtergefahren. Auf jeden Fall. Der Erfinder von Ritalin hat tatsächlich an seinem Sterbebett zugegeben, dass er Zweifel daran hat, dass es die Erkrankung ADHS überhaupt gibt. Mhm. Ja, das wissen ja auch sehr wenige. Ja. Du hast gesagt, Muay Thai so ein bisschen früher? Ganz früher, genau. Also, ich habe mal gehört gehabt, dass du meintest, dass du wahrscheinlich, wenn du woanders aufgewachsen wärst, sportlich besser gefördert würdest. Genau, genau. Ja? Genau. Also mit meiner Statur, ganz klar, wäre ich jetzt beispielsweise in Amerika, also in den USA groß geworden, wäre ich wahrscheinlich ein Footballer geworden, Quarterback oder was auch immer. Wobei Quarterbacks sind ja, glaube ich, die sind die dünneren. Ne? Receiver. Genau, genau. Er ist Linebacker, glaube ich. Oder, Receiver? Ja. Da musst du auch schnell sein, oder? Du bist doch so ein Außenläufer. Auf jeden Fall irgendwas wäre ich da geworden. Ja. In Russland hätten die mich vielleicht als Ringer gefördert oder irgendwas, aber hier, sobald du hier aus der Norm fällst, ne, beziehungsweise solange du dich dem Stereotypen entsprichst, den du entsprechen sollst, dann war es das auch. Ne? Kann ich nur bestätigen. B hatte ganz toll Boogie Life, haben wir gefilmt. Da war ich bei meinem Homie Marcel Behm, der ist Profi-Footballer. Wir waren in seinem Kraftsportstudio und der ist auch, also Profi, er ist einer der besten 20 so ungefähr, wird er gehandelt, aber es ist, fließt nicht viel Geld. Und in Amerika ist es wirklich so, dass es zwar auch auf einer anderen Seite ein Dilemma, aber es ist so. Und ich sag dir was, Bruder, im asiatischen Raum, wo ich auch bald mein Matthias Crime-Video drehe, in Big in Japan, weil da ist 16 Zentimeter eine Menge. Und so ein Typ wie du wird fotografiert, weil ich war sehr verbunden mit dem Bodybuilder-Sport. Ich habe ein Stallone-Autogramm, Schwarzenegger. Weil in den 80er Jahren war das eine ganz kleine Gruppe. Die kannten sich auch weltweit. Und da waren zweimal welche. Es waren Kraft-3-Kämpfer, so wie die. So ein bisschen breit, ein bisschen Masse. Und in Japan und war das eine richtige Attraktion. Die Leute sind auf der Straße. Das waren keine Prominenten, nur anhand der Figur. Fotos machen und war es ein Wunder. Also es ist auch wirklich ein so krasser Unterschied, wie man in Deutschland behandelt wird. Oder im Ausland. Man muss gar nicht so weit gehen. Also man muss nicht mal in den asiatischen Raum. Ich war jetzt letzte Woche in Barcelona. Die Leute, die haben mich überall, oh, Big Boss, und wollten Fotos und ey, können wir ein Foto machen? Die kennen mich in Barcelona nicht. Die wissen ja nicht, ob ich überhaupt ein bisschen YouTube mache oder was auch immer. Einfach nur aufgrund der Präsenz, die feiern das. Die finden das cool. Oder vor zwei Monaten war ich in Istanbul. Ne? Ist auch asiatischer Raum, ne? Aber ey, ich komme da in den Laden rein, die fangen an zu applaudieren. Ne? Also, warum? Die haben einfach applaudiert. So, ey, geil, mach weiter, so richtig cool. Was wiegst du? Mach weiter, so. Hammer. Ja, das ist crazy, Digga. Crazy. Also, wenn ich in der Türkei bin, da bin ich schon meistens immer der Größte in der Promenade. Genau. So, und ich bin ja hier in Deutschland normal groß. So, weißt du, wenn jetzt jemand noch kommt, der so auch noch so breit ist wie du, das ist wirklich eine Attraktion für die Leute. Die sind relativ klein gebaut. Genau. Aber die feiern das, ne? Die finden das cool, die haben da keine Vorurteile. Wenn ich hier zum Bäcker gehe, ne, da muss ich mich schon schämen, was zu bestellen. Also, da fehlt nur noch, dass ich mit Eiern beschmissen werde. Ich glaube, du bist auch so ein Typ, wenn du in ein anderes Sportstudio gehst, machen sie ein Schild und bitte nicht füttern, wa? Genau so. Ich habe da eine lustige Anekdote, er ist mein großer Bruder, er weiß, ich lache jetzt nicht über ihn, ich lache mit ihm, mein Bruder King Ali. Wir waren alle, so die ganze Bande waren in irgendeinem kleinen Ort, hatten ein Konzert gegeben, ich glaube, Manuelsen war auch da, ich weiß es nicht, aber ein ganz kleiner Ort. Und sind wir aufgetreten und dann waren wir in der Stadt mit zwei Tourbussen. Und King Ali, vielleicht kennst du ihn, er ist so auch deine Größe, aber er war früher bestimmt 200 Kilo B, könnte es hinhauen? Keine Ahnung, aber schon. Und er ist ja auch ein Straßenmann bei uns, sehr akzeptiert, respektiert. Und wir saßen da auf den Dorfplatz, ihr kennt doch der Baum, wo so eine runde Bank ist. Da saßen da lauter Palastgangster und ein Langwitzer. Und dann kommen so irgendwelche, ich sag das Wort nie, aber das war ein Dorftrottel. Und die dachten dann, King Ali ist so eine Spaßfigur. Und dann hat es eskaliert, dann hat der ihn im Bauch gestreichelt, einfach so. Der dachte es auch so an, hat der Größte, was gibt's gar nicht, ist nicht von der Welt. Ja, Wahnsinn. Krass.
Er hat King Alis Bauch gestreichelt. Ja, der saß da, musst du dir vorstellen, mit den ganzen Schulberger Palastus da, die ganzen. Und der ist ja sonst so Respekt, das macht man ja nicht. Und dann kam so einer, ja, Mai, ihr seid ja lustig. Und der da, und zeigt dir jetzt, ja, der da. Und wir wussten schon gleich, eskaliert. Der dachte, dass du so ein Buddha warst. So, ja, du streichelst, dann hast du Glück. So eine Attraktion. Wie, also, es gibt so eine Leute. Ja, ganz komische Leute. Was soll man sagen, Alter? King Ali. Ja, cooler Mann auf jeden mein Fall. Mein Bruder. King Ali. 30er Zone, Baby. Wir tragen die Krone, Baby. Ja, mein bester Mann, Alter. Bester Mann, King. Und jetzt, wenn für die Leute, die jetzt nicht so unbedingt Bescheid wissen über dich, du bist nicht nur YouTube-mäßig aktiv, sondern du warst halt auch echt jahrelang immer so im Hintergrund zu sehen, alleine dadurch, dass du bei Bushido Security ein bisschen mitgemacht hast, also Security nicht, aber du warst immer mit dem Umfeld. Boah, ich drumherum. Ich mag das Wort gar nicht mehr. Ne? Security also, haben, oder Bushido? Beides. Ich hab da auch gar kein Problem mit und so. Ja. Ich sag's mal so, Arafat ist ein sehr, sehr guter Freund von mir, sein Cousin Ali, das ist mein bester Freund, mein großer Bruder sozusagen. Dadurch kennt man sich auch. Und, ist er eigentlich bei dir dort aufgewachsen? Ja, Ali, ja klar. Ja, der ist aus dem Ruhrpott da, genau, ja? Der ist ja da bei mir. Ne? Und ja. Auch Arafats engstes Umfeld, ich will da gar nicht drüber reden, so, weil das mein Freund, so, wenn er was zu erzählen hat, soll er das selber erzählen. Oder sag ich mal, sein Familiengrad, ersten Grades, so, das ist halt bei uns. So, deswegen ist da die Verbindung sehr stark auch. Mhm. Und, man muss dazu sagen, dass die Berliner arabischen Familien haben viele, viele Verknüpfungspunkte mit NRW. Ganz genau. Also es gibt halt bestimmte Regionen hier in Deutschland, müssen sich die Leute vorstellen, die sich da nicht so gut auskennen, da ist das nicht so weit verbreitet. Bremen ist bekannt dafür, mal abgesehen von Berlin. Dann ist NRW sehr bekannt dafür, mal abgesehen von Berlin. Hamburg zum Beispiel nicht so sehr, Frankfurt schon wieder nicht so sehr. Manche Orte ja, manche Orte nein. Genau. Bei euch ist auf jeden Fall viel. Die Berliner sind immer dahin gereist, die sind immer hierher gekommen, bla bla bla. Wir waren auch oft hier in Berlin. Der Ali macht einen stabilen Eindruck. Ich habe den Homie Leeroy, der auch bei uns sponsert, Zeck Plus, eine Sendung macht, der im Rollstuhl, der Dude, hat ein geiles Interview mit Ali gegeben. Ja, genau. Das war sehr interessant. Mit den beiden auch? Nee, nur mit Ali. Ja, aber es gibt auch eins. Gibt es eins von euch beiden? Ja, das ich gucke nicht alles. Nee, Leeroy hat beiden gemacht. Ja, ja. Dann wart ihr beide das. Da wart ihr beide das sogar. Ich sehe es so oft, ich weiß gar nicht mehr wann. Da war ich noch ein bisschen dünner und ein bisschen sportlicher. Noch dünner? Da war ich 135 Kilo, aber gut gebaut. Da war ich auf jeden Fall ein bisschen drahtiger. Arafat muss hierher kommen. Ich rufe ihn immer an. Er hat immer was zu tun. Er wird auch noch herkommen. Da gibt es bestimmt interessante Themen. Ich hoffe so, auf jeden Fall. Ja. Er ist wie ein DJ, er hat aufgelegt. Ja, er legt immer auf. Wenn du anrufst, würde ich auch machen. Ja. Also, das Ding ist, du hast jetzt nicht nur diese Geschichte, hast du mir jetzt gerade frisch erst vor kurzem jetzt gerade erzählt, vor ein paar Minuten ehrlich gesagt, dass du jetzt auch rappst. Du warst drüben jetzt in Barcelona, hast du gesagt, hast ein Video gedreht und demnächst kommt jetzt auch noch mal Rap von dir. Ja. Das ist eine Sache, die wussten wir nicht, bevor wir dich eingeladen haben, aber dann machte die Einladung ja noch mehr Sinn. Ja, geil. Ja, ich glaube, du hast mich sogar gefragt, da war ich noch in Barcelona. Ich glaube, ich war gerade irgendwie da meine Tasche anpacken, da hast du mich gefragt, hast du nicht Bock vorbeizukommen? Ja. Wenn ihr mich fragt, dann bin ich da. So, dann komme ich. Just close your eyes, I'll be there, hast du gesagt. Ganz genau. Nee, also ich probiere es mal aus. Also, so ein bisschen laid back, so ein bisschen ganz chillig, entspannt. Also vielleicht auch etwas, was die Leute vielleicht nicht so erwarten werden. Die Leute denken bestimmt, da kommt jetzt so auf die Fresse Musik und so, aber kommt vielleicht auch noch irgendwann später. Aber erstmal ganz entspannte Musik. Ja, wir sind gespannt auf jeden Fall. Aber sehr gespannt. Warum genau hast du, was genau ist dein Problem jetzt gerade mit der Aussage davor gewesen? War das diese Security-Geschichte? Oh ja, ich kann das nicht mehr hören. Also Security ist nämlich immer so, da ist einer, der bezahlt mir Geld und dafür beschütze ich den. Ja. Das war ja aber viel deeper. Also mit Bushido an sich hatte ich ja nicht großartig viel zu tun. Er war einfach der Bruder von einem Bruder von mir. Und dann ist das Familie. So. Das heißt, wenn er Probleme hat, und er hatte leider Gottes 99% seiner Probleme bei uns, dann sind wir diejenigen gewesen, die das ausgetragen haben. Bei uns heißt NRW. Ja. NRW, natürlich. Manu sprichst du direkt an, wa? Manu meinst du auch? Da ja, natürlich. Ne, also da war ja auch immer mal wieder ein bisschen was. Ne? Die hatten Alter, Ärger. Ich war vor dem Café vor Arafat, da war immer dicke Luft. Natürlich, ne? Und ich sag dir ganz ehrlich, ich mag den übertrieben. Ich kenne Manu von 2013, habe ich, glaube ich, das erste Mal kennengelernt damals auf so einer auf so einem Event. Ey, so ein herzlicher Typ. Ganz selten, dass mal Rapper oder so auch wirklich korrekt sind, auch zu anderen. Du erkennst ja immer so die Persönlichkeit eines Menschen, wie er mit seinen Fans umgeht oder Leute, die so hinaufschauen, während andere so, ja, wir machen später Foto sagen, ne? Er mit dem Bilder gemacht und ganz höflich, ganz respektvoll. Ne? Aber dann bist du quasi im Clinch mit jemandem, den du eigentlich vielleicht ganz gut findest, aber du musst dich natürlich zu deinem Bruder positionieren. Und in dem Fall zu dem Bruder deines Bruders. Ne? Weil ihr seid ein Team, ihr seid die eine Gruppe. Ja. Habt, ne? Und wer Essen, Duisburg etc. kennt, ne? Bei uns NRW, da kommen ja auch die Jungs her.
Ja, also auch gerade die du angesprochen hast, da geht natürlich was ab. Also ja. Das ist jetzt nicht irgendein ne, so unbekannter Ort etc. Frühmädchenclub. Ganz genau. Und dann gab es ab und zu jetzt nicht unbedingt mit den Leuten, aber auch andere Leute und auch andere sehr bekannte, auch andere sehr starke Leute, starke Gruppierungen, öfters mal nicht Auseinandersetzungen, sag ich mal, respektvolle Gespräche in Cafés etc. Dicke Luft. Ne, so dicke Luft ein bisschen. Aber da waren ja die Rapper nie dabei. Ne? Also das ist ja das Ding. Die streiten sich öffentlich, die machen da auf dicken Max. Und die dann da hingekommen sind, das waren ja dann meistens meine besten Freunde, die dann auch noch teilweise angeschossen werden, wo die Rapper dann nicht mal anrufen, um zu fragen, ey, wie geht's dir? Meistens wie bei Krieg, war zwei Schlipsträger streiten sich auf dem genau. Golfplatz, sagte Buschmich genau. Bisch und die ganze Welt zieht in Krieg. Ganz genau. Und die ganz Rapper genau. auch. Es gab ja auch den schlimmen Vorfall da an dem Parkplatz mit Hammert, die Sache, die haben alle ja gesehen, sonst würde ich das nicht ansprechen. Einzige Lustige, was da gab, halt die Konversation von diesen Milchbubis, die euch dann noch dann so die Statements gegeben haben, aber auch tausend Sachen, wo ich jetzt weiß, klar, da war Bego mit involviert, Logo. Ja, zum Beispiel die Geschichte, auch wieder so eine unnötige Sache, der Hammert, ne? Guck mal, ich rede jetzt mal wirklich offen und ehrlich, der ist eigentlich ein richtig Top-Typ, ne? Genau. Zum Beispiel Soman, der ist ja auch ein Bruder von mir, der war früher sehr, sehr gut mit denen, ich habe den Hammert ein, zwei Mal gesehen, mit dem gequatscht. Wenn du mit dem geredet hast, der war Zucker, der war ganz lieber Typ, aber er schießt auf meinen besten Freund. Er hat meinen besten Freund quasi zweimal angeschossen. Hast du es gesehen, Belasch, die Sache damals? Ich habe es mitbekommen, aber ich habe es nicht mehr so in Erinnerung. Für Rap-Geschäft war es schon ein sehr harter Vorfall. Ja, das war quasi der erste Vorfall, der wirklich dann in Deutschland passiert ist. Scharfe Pistole wurden abgeschossen, das war das, Steckerei. Genau. Ja, so, und dann denke ich mir... Dein bester Freund war wer? Ali. Das ist der Ali? Das ist der Ali. Ach, das ist das. Jetzt habe ich, okay, jetzt weiß ich. Genau. Ja, den gehörte die Schrotthandlung, die Kfz-Werkstatt? Die gehört Ali, genau. Genau, die gehört ihm. Ne, und ja, die haben sich dann da, sind aufeinander zugegangen, dann wurde geschossen. Ne, und natürlich, darf ich mal gleich, Entschuldigung, unterbrechen, muss ich mal gegen kämpfen. Aber ich mal gleich eine wichtige Frage. Ich habe natürlich nur gesehen, wo geschrien wird, Macheten werden gezogen. Gab es davor eine Konversation oder kam man getroffen und dann ist es so passiert? Ich erzähle euch mal die Geschichte. Also so wie ich sie noch im Kopf habe, ist jetzt auch ein paar Jahre her. Die Jungs von Hammert, die sind zu einer anderen Werkstatt gefahren zuerst, weil die dachten, Ali ist dort und haben nach Ali gefragt. 5 Minuten später, dem Typen von der Werkstatt, kam das komisch vor, warum da jetzt 3 Autos irgendwie nach ihm fragen und ruft Ali an, weil er ihn auch kennt und sagt, ey, hier haben gerade 3 Autos, die haben gerade nach dir gefragt. In Alis Kopf kommt natürlich, wann war das? Ja, so ist 5 Minuten, 10 Minuten her. Und da weiß die Distanz ist, ey, wenn die nach ihm gesucht haben und er hat gesagt, nee, der ist da und da, dann sind die jetzt gleich da. Haben wir natürlich versucht, 2, 3 Leute noch zu organisieren. Innerhalb von wenigen Minuten ist natürlich, ne, das dauert, bis die Leute eintreffen. Die einen sind am Arbeiten, die anderen sind gerade irgendwo anders beschäftigt, etc. Haben wir so viele zusammengetrommelt, wie ging. Waren jetzt auch nicht viele, wir waren vielleicht 6 Leute, wenn es hochkommt, ne. So, und die waren da wirklich mit 3 Autos, glaube ich. Und dann war da natürlich eine Horde, ne. Also, die Frage ist, du siehst natürlich, Hammert hat eine Schafe in der Hand und wir sind jetzt auch nicht davon ausgegangen, dass das jetzt ein Schreckschuss ist oder sonst was, sondern wir wussten, ne, so. Ja, Ali ist auf ihn zu. Er wusste jetzt auch nicht, kann ich da reden? Wenn ich rede, habe ich vielleicht verloren. Muss ja schnell handeln. Ja. Ne? Und dann ging es zack, zack. Schüsse sind gefallen. Ja, zum Glück ist da nichts Schwerwiegendes passiert. Gott sei Dank, wer es gesehen hat. Ein anderer Freund, viele wissen das auch nicht, ein anderer Freund von mir wurde ja auch angeschossen. Bei dem war das ganz knapp. Also wirklich 1 Zentimeter hat gefehlt. Da war die Arterie vom Bein durch gewesen und verblutet. Also das, was auch viele nicht wissen. Wir waren dann ja da. SEK kommt, alles drum und dran, Helikopter. Die Krankenwagen stehen da, ne? Also die Krankenwagen stehen da. Mein Kollege, der liegt da auf, also ich werde da echt so auch emotional, wenn ich so darüber nachdenke. Der liegt da, ist am Verbluten, also wirklich, du siehst, wie das Blut da rausströmt. Ali ging's gut. Ich guck, Ali, geht's dir gut? Was, so, hast du was? Er zieht seine Hose runter, er hat da 2 Schusswunden, aber läuft weiter. Also ihn hat das gar nicht gejuckt. Der hat danach noch eine Auseinandersetzung mit 2 Kugeln im Bein, hat er sich da nochmal auseinandergesetzt mit anderen. So, also, Ali ist wirklich so, der ist schwer zu stoppen. Also 2 Kugeln haben da nicht gereicht. So, aber den anderen hat es halt mit erwischt. Ich sehe wirklich, der verliert da Blut und liegt am Boden. Und wir sagen zu den Leuten aus dem Krankenwagen, kümmert euch um den. So, ja, wir sind am Telefonieren. Anstatt dem zu helfen, telefonieren die rum, welches Krankenhaus die aufnimmt. Alle Krankenhäuser sagen, nein, wir wollen die nicht aufnehmen. Weil da ging sofort Clan, Rocker, so und so, die haben Angst. Die haben erstmal gewartet, bis das SEK die Krankenhäuser abgeriegelt hat, bis die überhaupt in den Krankenwagen getan haben und dann erst losgefahren sind. Fast 1 Stunde ist vergangen. Und bis wir da richtig Druck gemacht haben, gesagt haben, jetzt fahrt endlich los, der stirbt. Ja, also das ist wirklich Schweinerei.
Ne? Und ja, dann wurde er dann notoperiert, da haben die auch gesagt, hast Glück gehabt. Ein Zentimeter weiter und du wärst innerhalb von 5 Minuten verblutet. Ne? In welcher Stadt hat das stattgefunden? Das war in Ohr-Erkenschwick. Das ist der Kreis Recklinghausen, auch 10 Minuten von Dortmund. War das Industriegebiet oder Wohngebiet? Das, nee, das ist nicht. Wohngebiet. Weil das, das einzige Lustige an der Sache war, das haben so kleine Halbstärke, so richtig wie New Kids kommentiert, wie so ein Fußballspiel. Es war, kann man nicht drüber lachen, wenn man involviert war, aber das war Wahnsinn. Ja, war eine harte Sache, klar. Dann auch bei Manuelsen kann ich mir vorstellen, ich habe das selber gesehen, die dicke Luft, er war bei mir und ich dachte, der friedlichste Typ, wir reden über Kampfsport, auf einmal ein Anruf, komm ins Café zu Arafat, deswegen kann ich mir das voll vorstellen. Mhm. Und du warst auch viel immer bei den Konzerten, auch Begleiter, warte, ne? Warte, lass mal beim Thema bleiben. Okay. Mhm. Diese Sache hat dort stattgefunden aufgrund von was? Rap Beef. Das war Rap Beef, das war zu der Zeit damals, wo diese JBG3-Phase auch war, wo Farid, Kollega gegen Bushido geschossen haben und zurück. Mhm. Also das Ding ist einfach, ich will gar nicht so viel über eine bestimmte Person reden und so, weil das ist wirklich so ein ausgelutschtes Thema schon für mich. Das ist schon wirklich unangenehm für mich. Aber sagen wir mal so, ein bestimmter Rapper, jeder weiß auch wer, hat natürlich immer so diese Art an sich gehabt, diese abgehobene Art, andere Rapper dominieren zu müssen, halt von oben herab zu denen zu reden. Und meinte dann zu Farid und Kollega, ja, was wollt ihr machen und dies und das. Und so entstand das Ganze und das Umfeld auch von denen dann hat gesagt, ey, pass mal auf, wir machen jetzt NRW gegen Berlin Sache daraus. Mhm. Und jeder kann jetzt quasi ein bisschen Promo schlagen. Ne? Wer hat das gesagt? Also die Leute aus dem Hintergrund auch. Und dann haben auch Leute aus dem Hintergrund zu Hamad damals gesagt, pass auf, wir stehen hinter dir. So brauchst du keine Sorgen machen. Und dann wurde beleidigt am Telefon und öffentlich. Und dann fing das, glaube ich, an. Hamad hatte dann irgendwas dann mal gepostet in Richtung Berlin. Mhm. Ne? Und dann ist das ganz schnell eskaliert. Also dann gab es Telefonate, pass auf, komm, wir treffen uns. Dann haben wir uns auch mit Hamads Freunden getroffen. Ne? Sind wir da auch ins Café gefahren. Super Jungs, also die haben wirklich auch alle sehr gut für ihn gesprochen. Die haben gesagt, der meint das nicht so, der wird gerade von anderen Leuten auch teilweise beeinflusst. So, wir kommen selber nicht an ihn ran. Erinnere ich mich noch sehr, sehr gut dran, weil die sehr, sehr, sehr gastfreundlich. Wir haben das nicht erwartet, wir sind nicht mit diesen Gedanken da reingegangen, dass die so mit uns reden, dass die wirklich so respektvoll dann auch zu uns sind. Und haben die aber gesagt, wir reden nochmal mit denen und so, lass uns das friedlich klären und so. Und wir hatten da auch nichts gegen. Wir haben gesagt, pass auf, das kann man noch friedlich klären, es ist noch nichts Großartiges passiert. Und nach der Ballerei? Nee, das war davor. Davor. Das war davor. Ja. Und die Ballerei ist eigentlich entstanden, grundlos entstanden. Da kann ich mir vorstellen, dass halt wieder ein bisschen gehetzt wurde im Hintergrund. Mhm. Das habe ich jetzt aber nicht mitbekommen. Und dann sind die auch spontan quasi zu der Werkstatt gefahren von Ali. Mhm. Ne? Obwohl, die hatten ein Problem mit Berlin. Mhm. Warum sind die nicht nach Berlin gefahren? Ja, also das ist ja auch nicht so richtig in meinen Kopf gegangen. Ne? Wegen der Familienverbandelung. Dann, genau, ne? genau. Aber Ali ist ja nicht der erste Anlaufpunkt, wenn du ein Problem mit Berliner Rappern hast. Ja, klar. Ne? Aber man wusste halt, dass Arafat derjenige ist, der hinter dem Rapper ist, der sich auf Kushido reimt. Ja. Ohne sein. So, ein auf den. Deswegen kam das natürlich dann zueinander. Aber die Leute, die da jetzt so einen Fake East Coast, West Coast Krieg zwischen NRW und Berlin irgendwie veranstalten wollten, das waren Leute aus beiden Städten, sagst du, oder was? Aus NRW. Das war eher so NRW-Ding, ja? Aus NRW. Ah, okay, ja. Alles klar. Das ist sehr interessant auf jeden Fall. Ich kann mir auch schon so ungefähr denken, in welche Richtung das geht. Ja, aber die Leute dann, als es dann soweit war, die. Ich will es jetzt nicht so sagen, aber die standen auf einmal dann plötzlich hinter uns. Die haben dann die eine Seite fallen lassen, weil es dann wirklich sehr, sehr groß eskaliert ist. Ja. Also wenn Schüsse fallen, dann ist natürlich, dann wird nicht mehr geredet, dann geht man nicht mehr in Cafés und sagt, wie machen wir das? Und dann, ne, dann eskaliert es sehr, sehr häufig und sehr, sehr schnell. Das ist kein Industriebeef dann? Ja. Genau. Das ist, dann geht es wirklich ab. Schönes Wort, Industriebeef. Und dann haben die gesagt, ja, was er gemacht hat, da stehen wir nicht hinter. Haben ihn auch fallen lassen. Das tut mir auch für den leid. Weil ich sagte ganz ehrlich, ich habe Mitleid mit Hamad, weil der wird jetzt, glaube ich, abgeschoben sogar, hat 6 Jahre Knast kassiert, weil er dachte, irgendwelche Leute stehen hinter ihm. War das nur wegen, also nur ist ja nie, aber das war das Hauptverhandlungsthema, war die Schießerei. Natürlich, die Schießerei, ja, okay. ganz genau. Und da hat er genug Scheiße durchgelebt. Der kam ja auch aus dem Knast. Ne? Auf einer Seite müsste ich sauer auf ihn sein. Da schießt einer auf deinen besten Freund. Ne? Aber dann denkst du dir auf anderer Seite, guck mal, da ist einer, der weiß es nicht besser. Hat jetzt auf Leute gehört, etc., macht so eine Scheiße und seine Mutter weint jetzt jeden Tag. 6 Jahre lang weint seine Mutter. Ne? Er wird vielleicht abgeschoben in den Libanon. Was soll der arme Junge machen? Ne? Also vielleicht, ich weiß ja nicht, wie sein Kopf jetzt ist, ob er daraus gelernt hat, ob er reifer geworden ist, ob er sich jetzt denkt, ey, hätte ich mal lieber Familie gegründet.
könnte jetzt mit meinem Kind draußen spielen, weiß ich nicht. Vielleicht, ich kenne es auch im Knast. Im Knast bist du so von auch negativen Gedanken umgeben, dass du es auch noch vielleicht cool findest, was du gemacht hast, dass du dir darauf was aufbaust. Vielleicht ist es ja auch so. Ne? Das stecke ich ja nicht in der Haut, das kann ich ja nicht sagen. Aber ich finde es für ihn schade, für seine persönliche Entwicklung auch, dass er auch so vieles verpasst jetzt. Ja. Dass er dieses Familie bekommen, ruhig werden etc. Der wird ja irgendwann aus dem Knast rauskommen, ist dann über 30. Was soll er dann machen? Wie alt ist denn Hamad? Boah, Hamad war damals, glaube ich, auch 28, ne, wo das war. Das heißt, wenn er jetzt rauskommt, oder 27, ich weiß nicht, sowas um den Dreh. Das bedeutet, wenn er rauskommt, ist er um die 32, 33 um den Dreh. Ne? So. Aber du bist schon sehr einfühlsam mit demjenigen, der eigentlich deine Crew angeballert hat. So, finde ich Bombe. Ich sag's mal so. Aber kanntest du ihn vorher, hast du gesagt? Ja, ich habe den ein, zwei Mal gesehen. Der war sehr gut mit Freunden von mir. NRW ist ja klein. Ja. Sagen wir ganz, NRW ist ja quasi so wie Berlin, kann man vergleichen. Ne? Also so die Hauptstädte, sage ich mal. Man kennt sich. Genau, jeder, der da irgendwie Musik macht oder irgendwas, ist entweder mit dir befreundet oder mit einem Freund von dir befreundet. Ja. Wie gesagt, er war damals mit Soman ganz gut, mit dem ich auch sehr gut bin. Und Soman war auf seiner Seite zu dem Zeitpunkt, oder was? Nee, zu der Zeitpunkt haben sich viele von ihm abgewendet. Hamad war schon davor, glaube ich, auf einem anderen Weg. Ich will gar nicht so viel über Hamad reden. Soll ich jetzt nicht um ihn drehen? Ich finde das nur interessant, weil Soman und du seid ja heutzutage eng miteinander. Ja, klar. Ihr versteht euch sehr gut. Genau. Und zu den Zeiten hätte ja sein können, dass das nicht der Fall war. Es ist schwierig. Es ist ja oft so, dass bestimmte Personen untereinander Stress haben. Ich kenne das ja von meinen Freunden. Oft streiten sich meine Freunde mit anderen Freunden von mir und dann stehe ich dazwischen. Mhm. Ne, ihr kennt das auch bestimmt. Das kenne ich voll und du hast was Großartiges gesagt. Das hat mir aus der Seele gesprochen. Ich habe es auch ganz oft gesagt. Ganz genau. Am Schluss bist du mit deinen Feinden und deine Freunde sind deine Feinde. Ja, richtig. Ganz genau, ganz genau. Jada Kiss sagt doch mal, it's real when your enemies like you. Mhm. Ja, naja. Ganz kurz mal bemerke ich mal, du bist aber tierisch jung, seit du auf die Straße, also seit man so dich auf dem Schirm hat, weil ich dachte, du bist vielleicht 5 Jahre jünger als ich, aber du bist, darf ich ja sagen, bist ja kein Model, du bist noch nicht mal 30, Bruder, wa? Ich bin noch nicht mal 30. Mashallah. Dankeschön. Monster Man! Ich sag's mal so, ne, also die Erfahrung lässt einen reifen. Hey. Ich hab meinen 16. Geburtstag im Knast gefeiert, Köln-Ossendorf, schöne Grüße. Wie alt warst du denn, als du 6 warst? Als ich 6 war? Da war ich 6. Die Frage ist, wie schwer war ich da? Weil viele ist ja, man kriegt ja die meisten immer, ich habe immer gesagt, no dope, no hope, sagt mein Vater immer, kein Stoff, aber wenn in meinem Studio Leute Profis werden oder blablabla, ab 25 erst, dass ich das Testo von alleine nach oben bekommt. Ich dachte, du hast schon lange diesen Schub, du kennst den berühmten Schub mit 25, 30, das, wo es bei dir jetzt losgeht, aber du bist wie Obelix, schwer auf die Welt gekommen. Ich bin schwer auf die Welt gekommen und ich glaube, ich bleibe auch noch schwer. Also ich habe so diese Veranlagung, ich bleibe immer schwer. Ich wurde übrigens mit einer Zange gezogen. Oh. Oh, Ich glaube, ich auch. Dann gab es sogar so eine Verrenkung bei mir in der Schulter. Ja. Dann musste das irgendwie und, meine Nase war krumm. Die ist bei mir immer noch krumm. Ich habe sie wieder gerade bekommen nach langer Zeit. Oh, gut. Ach Mann, BU-Reiter. Ja, also du hast auf jeden Fall diese ganze Situation da am eigenen Leib zu spüren bekommen. Ja, du warst mittendrin, statt nur dabei. Ja. Ja gut, also ging ja dann quasi nach hinten los. Ja. Das ist es, aber dass dein Freund Ali da unbeschadet aus der Nummer rausgekommen ist, kann man damit rechnen, dass die Sache jetzt, weil die jetzt länger her ist, wurde die hinter den Kulissen geklärt, so wie man es kennt? Ja, es gab natürlich hinter den Kulissen einige Gespräche. Ich denke schon, also ich würde auch nichts anderes vor der Kamera sagen. Ja, das ist es natürlich, weil normalerweise, wenn Sachen noch ungeklärt sind, sogar vielleicht gefährlich, redet man im Normalfall auch nicht wirklich viel drüber. Halt so, das ist es. Ich sag euch meinen Eindruck. Also Ali ist auch so ein Typ wie ich. Er sagt sogar, der Typ tut mir leid. Der Typ hat auf ihn geschossen und sagt, ey, der Typ tut mir leid. Seine Mutter weint da jetzt jede Nacht, weil der Sohn im Knast ist. Ne, hat so eine Scheiße gemacht. Liegt vielleicht daran, dass wir nicht so welche Menschen sind. Andere Menschen liegt auch vielleicht daran, dass ihm nichts passiert ist im Endeffekt. Dass nichts Schlimmes, Gott sei Dank. Wäre er im Rollstuhl gelandet, wäre die Sache anders. Ganz genau. Gott sei Dank. Den Gedankenzug hatte ich gerade auch, weil es alles so leicht noch verzeihbar war. Leicht in Anführungszeichen. Ab dem Moment, wenn Blut fließt, deswegen habe ich hier Scarface, das kommt zurück wie ein Zeiger an der Uhr. Aber vielleicht dann doch, es ist nicht so, dass die Konsequenzen heute immer noch so spürbar sind. Ich sag's mal so, also die Schießerei war, dann war ja Ali auch, die wurden alle festgenommen. Also mein Ali auch. Und nach 2 Wochen nach Haftprüfung haben die ihn rausgelassen. Ich sehe ihn wieder, ich umarme ihn. Und das Erste, was er sagt, komm, wir gehen Beine trainieren. Ich wollte auch sagen, vielleicht ist der Ali so cool, weil er gerne Eisen stemmt. Das sind meistens 100%, die besten Jungs. 100%, ja, der Pump ist alles, was zählt, Bego. Stabil. Wollte er gleich Beine trainieren, ja? Ey. Unfassbar.
Ja gut, am Ende, Gott sei Dank, ist nichts passiert, nichts Gravierendes passiert. Ist auch ein paar Jahre jetzt her. Ne? Genau, das ist es. Aber du warst trotzdem viel unterwegs in dieser ganzen Szene. Du hast viel mitbekommen, wenn du da erstmal bei Festivals mit dabei bist, mit den Jungs rumfliegst und den Backstage mal checkst und alles Mögliche, dann kriegst du natürlich einen ganz anderen Eindruck als Leute, sag ich mal, die sich drei Interviews reinziehen und denken, die haben die Person jetzt kennengelernt und diese Szene kennengelernt. Du kennst die Szene wahrscheinlich einfach aus einem anderen Blickwinkel und hast da auch eine andere Meinung dann dazu. Ne? Hast du irgendwann so ein bisschen Respekt verloren vor diesem ganzen Rap-Ding oder hat es dich sauer gemacht oder irgendwas oder was war es denn? Es gibt ja so ein Sprichwort, man sagt, du darfst niemals dein Idol kennenlernen. Mhm. Wenn du dein Idol kennenlernst, dann weißt du, ey, pure Enttäuschung, menschliche Enttäuschung. Also die meisten Rapper, jetzt nicht unbedingt die aus meinem Kreis, also die ich kennengelernt habe, aber man lernt ja auch auf Festivals oder auf irgendwelchen Shows etc. auch andere Rapper kennen etc. Mhm. Und bei mir ist das auch immer ganz wichtig gewesen, wenn ich Menschen angeguckt habe, wie gehen die mit anderen um? Das habe ich auch gerade schon erwähnt, ne? Und manchmal ist das schon echt abgewichst, wie die mit Kellnern reden oder wie die mit Fans reden. Ne? Und das so, ich habe da immer Mitleid, ne? Auch manchmal aus unseren Reihen, ne? Manche Leute haben dann so gesagt, ne, ich will jetzt kein Foto machen, geh mal weg. So, dann sind die zu mir gekommen, so diese richtig traurigen kleinen Kinder, gucken mir an, da wollen kein Foto mit mir machen. Bin ich da hingegangen, ich so, jetzt mach mal ein Foto mit denen, das kostet dich 2 Sekunden. Haben sie es dann doch gemacht, ne? Aber schlimm. Ey, das ist, ey, ne, ich kenne das ja selber mittlerweile. Ich mache ein bisschen YouTube und so. Wir haben ja damals ein bisschen was gemacht und so. Ab und zu auf der Straße kommen welche vorbei. Ey, können wir ein Foto machen? Sag immer, ja, gerne. Ich mache jeden Tag 20 Mal. Ja, sicher. Immer. Ja. Ich weiß gar nicht so, warum die Leute sich anfangen, irgendwas drauf einzubilden. Was wärt ihr denn ohne die Leute, die nicht nach einem Foto von euch fragen? Toll gesagt, Bigo. Ne? Und ich habe was bemerkt. Diese Rapper, ich habe es bei allen gesehen, die an dann die Putzfrau oder den Rowdy zur Sau machen und den Ingenieur, die kriegen es wieder umgekehrt ab. In anderen Raum ist die gleiche Situation, ja, nur genau. Sie sind Adresse. Ganz genau. Ja, da gibt es halt voll viele Levels bei der Sache. Damals war Jennifer Lopez hier in der O2 Arena, hat hier ein Konzert gegeben. Die Putzfrau hat sie nach einem Autogramm angefragt, hat sie nett gelächelt und hat dann, wo die Putzfrau weg war, sofort befohlen, dass sie gefeuert wird. Was bildet sie sich ein, sie überhaupt anzusprechen? Ey, also in Amerika gibt es ja diese Gesinnung nochmal mal 1000. Da darfst du nicht mal in die Nähe von denen, die fühlen sich so wie majestätsbeleidigt. So, weißt du so? So richtig komplett hängengebliebene. Je berühmter sie werden, desto behinderter werden die wahrscheinlich in der Birne, Alter. Aber es gibt da natürlich auch die Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Da gibt es auch korrekte Leute, die machen das seit 30 Jahren. Ich glaube, es ist auch so eine Persönlichkeitssache, weißt du? Er hat so diese Persönlichkeit zum Beispiel, wenn du mit dem hier rumläufst, der ist ja auch sowieso ein Megastar. Alle 2 Sekunden quatscht den irgendjemand auf ein Foto, auf ein Autogramm. Der ist immer, ich habe noch nie gesehen, dass er ein einziges Mal zu irgendeinem Fan oder so, sogar mitten beim Videodreh letztens, wir drehen gerade mitten in der Szene, kommen die und fragen die erst trotzdem nett. Ja, Mann. Ich schwöre dir. Ey, es gibt so eine und solche Leute halt, ne? Guck mal, man sagt ja auch immer, gib einem Menschen Macht und du erkennst deinen Charakter. Toll. Und wie sie mit Schwächeren umgehen, auch Gesellschaft. Ja, deswegen hast du so einen guten Charakter. Digga. Nee, also, wirklich, also manche Menschen sind ja auch nur nett, weil sie nett sein müssen. Ja, ne? Genau. Und ich sag auch immer, wer zu mir dann oft danach nett ist, das ist so, wenn ich die zweimal beklauen wollte, beim dritten Mal hältst du mir die Glocke im Mund, dann, ach, Pegel, wird doch Freunde, lass mal Juma gehen. Genau. Ich kenne das immer, ja. Und aber zu der Sache erstmal freue ich mich, dass B das bemerkt hat, weil das sind meine Leute, das gibt mir Power, Kraft, weil wir sind ja echt hier, die feiern nicht irgendeine Fiktion, sondern mich. Genau. Und mir gibt es Power, wenn die mich feiern, ich feiere euch. Jawohl. Und der coolste Dude war von mir und B ein persönlicher Freund, David Hasselhoff, Mitch Buchanan. Und das ist der Einzige, wo der Veranstalter mehr Angst hat als bei mir, dass er besoffen von den Proben kommt. Er hat ein Double bei den Proben, Respekt dafür. Und der war so bodenständig, aber auch zu. Er hat dann bei jedem, und jeder hat einen Smalltalk, und er hat mit jedem, sein Manager, die kam nicht voran, und er hat mit jedem dann auf cool gemacht, ah, warte, der will das. Und der war auch ganz cool, Alter. Finde ich aber auch, Es ist halt sehr wichtig auch. Ich meine, aber so ein echtes ist Respekt, so wie Jay Prince sagt. Der Respekt ist der Schlüssel zu allen. 100%. Also, du hast ja gesagt, dass du deine Idole lieber nicht treffen solltest. Dann kann man aber davon ausgehen, dass du auch mit diesem Rap-Film aufgewachsen bist. Du hast zu den Leuten hochgeschaut, ne? Sicher. Also, das ist dein Alter vielleicht auch so ein bisschen mehr. Für uns ist es so nicht eine andere Sache, weil wir haben ja mit denen angefangen. Genau. Die waren ja damals nichts und sind dann später berühmt geworden. Genau. Und aus unserer Generation hat ja keiner zu Deutschrap hochgeguckt, weil Deutschrap war Fanta 4, wo wir jung waren. Weißt du? Lila. Ey, ich chill nur mit Dylan. Ich komme halt genau aus der Generation, wo dann halt die Rapper, mit denen ich dann auch vielleicht später war, genau auch die Idole meiner Jugend waren. Ja, nicht nur von mir, sondern auch wirklich meiner ganzen Generation. Und dann hast du natürlich ein anderes Bild, menschlich, charakterlich, was die von sich geben. Oder, ne, aber irgendwann lernst du halt, okay, so die Texte, die er da vorrappt, das ist er nicht, die schreibt er nicht mal selbst. Und dann bist du ganz enttäuscht, wenn du siehst so, guck mal, menschlich
würdest du nicht mal mit dem in meinen Raum sitzen wollen? Da ist bei mir damals, als ich dann auf die Rap-Szene losgelassen wurde mit einer echten Geschichte und der lyrische Hooligan war, habe ich dann oft auch einen Kultursturz bekommen. Auch wenn ich mit denen gerappt habe, viel, dann sagt die Namen nicht, aber dann immer auch so ein Gangsterfilm. Und ich dachte, die ticken so wie wir dann mit Polizei und auch ganz oft so auch, fand ich so auch, ja, was wie sie mit Schwächeren umgehen halt, wenn sie halt dann Macht bekommen. Weil die haben die Macht, für die Macht nichts gemacht. Die wurden die wegen einer anderen Sache in die Wiege gelegt, weil man die melkt. Und dann auch, die können sich nicht verhalten auch. Ne? Auf jeden Fall. Ja. Wie man mit anderen Leuten umgeht, halt, das ist, sagen viele Leute, das sagt aus, wie du, was für einen Charakter du hast. Aber auf der anderen Seite darf man auch nicht vergessen, man darf sich auch nicht ausnutzen lassen, weißt du? Stimmt auch. So, ist auch nochmal die andere Seite der Medaille, habe ich auch ein bisschen mitbekommen zum Beispiel. Es gibt ja auch so Leute, die sind dann immer mit allen cool und die haben für jeden ein offenes Ohr, für jeden 2 Minuten Zeit und für jeden ein Handshake und für jeden sogar vielleicht eine Hilfe. Und dann kommst du auf einmal in Situationen rein, wo du vielleicht, ehrlich gesagt, gar nicht hättest landen müssen. Du musst auch auf dich selber ein bisschen achten, dich selber schützen in der Öffentlichkeit. Das ist so dieser schmale Grat, weißt du? Das stimmt, ja. Auf einmal war B mit mir im Real Talk. Ja, genau. Ja, also da ist wirklich ein riesengroßes Thema auch aktuell bei mir angesprochen, weil so, dass ich ein bisschen Bekanntheit aus dem Hintergrund bekomme, aber ich war ja im Hintergrund so, ne? Also mit meinen Jungs etc. Wir hatten unseren Lifestyle, wir haben halt so gelebt, wie wir gelebt haben, etc. Wir waren halt bekannt, aber bei den Leuten im Hintergrund waren wir bekannt. Wir waren nicht in der Öffentlichkeit bekannt. Uns hat ja niemand nach einem Foto gefragt auf der Straße, nur weil wir ein schönes Auto vielleicht gefahren haben oder so. Dann irgendwann kommst du halt in diese Welt rein, YouTube und Rapper oder was auch immer. Und da musste ich lernen, dieses Naive, oder das muss ich immer noch lernen, dieses Naive abzulegen, weil bei mir ist das so gewesen. Leute haben mich gefragt, ey, hast du nicht Bock auf ein YouTube-Video? Ich sag zu ihnen, ja klar, komm, machen wir. Ja, so, so. Und ich habe ja auch nie was gefragt. Ich bin ja noch nie auf die Idee gekommen, irgendjemanden zu fragen, dem ich einen Gefallen tue. Ja, aber du schuldest mir jetzt das und das. Diese Leute, wirklich so, du denkst, du machst was von Herzen für die. Später hörst du entweder, die reden über dich oder sind undankbar. Oder du fragst die mal irgendwann nach einer Kleinigkeit. Ey, du bist doch gerade da und da, kannst du mal das und das für den und denjenigen machen? Du fragst nach einer Kleinigkeit. Und für die ist das schon so schwer, als würden die gerade eine Niere für dich spenden müssen. Ey, und das ist krass. Und die meisten, mit denen man Stress hat, sind Leute, für die man früher viel gemacht hat. 100%. Und das ist wirklich ein ganz, ganz, ganz krasses Thema aktuell auch bei mir. Ja, keine Ahnung, ich bin einfach nicht so. Ich bin einfach so, wenn ich was machen kann, wenn ich dazu in der Lage bin, egal ob es jetzt finanziell ist oder klar, wenn mich jetzt einer fragt, kannst du mir 200.000 für ein neues Studio leihen? Dann sage ich, sorry, habe ich nicht. So, ne? Aber wenn es irgendeine Kleinigkeit ist, ey, kannst du mal ein Swipe-Up machen? Kannst du mal das und das markieren? Oder kommst du mal hier vorbei? Oder ne, verstehst du, was ich meine? So, du fragst mich, willst du vorbeikommen? Ich, klar, sofort. Ne? Sag mir ein Datum, ich bin da. Verstehst du, was ich meine? Auch toll, das sieht man auch jetzt kein Süßholz-Raspel. Ja. Ich finde schön, dass du, obwohl auch OG bist, wie B und ich eigentlich auch, aber auch trotzdem deine Viralität oder deine Aufmerksamkeit bei YouTube auch nutzt, um unangenehme Themen anzusprechen. Politik, ja, machen aber nicht alle, weil das arbeitet oft kontraproduktiv mit den Zahlen auf dem Konto. Das ist nämlich das Ding. Und dann verkaufen die Leute nicht. Ja. Die Leute verkaufen ihre Werte, verkaufen ihren Stolz, ne, damit die 5 Euro am Ende des Monats mehr verdienen. Und viele pöbeln auch nur auf das da oben, bis sie selber da oben sind, dann wird es noch schlimmer. Ganz genau. Das habe ich auch so oft erlebt. Also da haben wirklich Leute über andere Leute gelästert und geredet und der ist so und der so. Und dann waren die auf derselben Stufe, wurden die schlimmer. Der König ist tot, lang lebe der König. Ganz genau, ganz genau, ganz genau. Beim ABC war immer so, im alten Sportstudio, immer wenn ein Besitzer wechselte, haben die gleichen Arschkrieger, die da sonst immer saßen, so diese Maniacs, die immer so Süßholzrasper, genau. Dann haben sie über den anderen schlecht geredet. Ganz genau, ganz genau. Das sieht man leider noch zu häufig hier, finde ich, aber keine Ahnung. Also ich finde auch, das ganze Game ist so ein bisschen, da sind viele falsche Leute. Also ein bisschen untertreibst du ein bisschen, Homie. Nee, also das Ding ist, ich habe das ganze Jahr vielleicht nicht so verfolgt. YouTube ist ja vielleicht auch nicht unsere Generation. Also die ganzen neuen YouTuber und so, ich habe die erst so quasi auf dem Schirm gehabt, als ich selber YouTube gemacht habe. Ich auch. Ne? Und dann lernt man sich irgendwie kennen, etc. Und dann siehst du, dass wirklich Menschen mit einem wirklich ekelhaften Charakter oder ekligen Charakterzügen die Möglichkeit bekommen haben, bei 13-, 14-Jährigen, die vielleicht nicht so die Präferenzen haben, sich da irgendwie auszukennen oder das einschätzen zu können. Ne, die erlangen dann viel Aufmerksamkeit, die erlangen dann viel Reichweite und die vergiften dann auch tatsächlich die Jugend. Ne? Also die vergiften dann die Zuhörer etc. Da merkst du ja keinen positiven Fortschritt in deren Tun oder Handeln, sondern da merkst du einfach nur Beef und Streiterei, weil es Klicks bringt, ne, viel Aufmerksamkeit erregen mit negativen Sachen und ne, und ich denke mir dann wirklich so, was soll denn aus der Jugend werden?
Das Einzige, womit die sich auskennen, ist, ich war gestern im Freibad und dann reden so kleine Kinder so mit mir, die so, ja, ich kenne dich aus dem und dem Video, ich so, ja, cool, so und so. Und dann fragen die mich nach anderen YouTubern und dann wissen die über jeden Beef Bescheid. Die wissen über alles. So, ja, und was ist denn da, wo er das und das über den und den gesagt hat? Und hat der so und so? Und ich so, ich habe keine Ahnung. So, ich war mit dem im Video oder so, aber vielleicht steckst du da tiefer drin als ich. Dann guckt man sich das an und dann geht es da bei denen in den Videos wirklich nur um eklige Sachen, ja, und Verdummung und Verblödung. Ne? Es ist ja wirklich ein schmaler Grat zwischen Humor, ne? Also wenn man wirklich auch etwas Lustiges macht. Natürlich ist Humor oder dieses Überspitzte, diese überspitzte Kunst, wenn man vielleicht etwas wie hießen die zwei nochmal, diese Komiker von damals. Die Deutschen, die zwei Komiker. Ach, Erkan und Stefan. Ja. Das wäre auch so ein überspitzter Humor, ja, wenn du die heute siehst. Das sind ja, du würdest denken, das ist ein Bankkaufmann oder sowas. Mhm. Ne? So, aber die haben ja ihre Rolle gespielt, sehr überspitzt gespielt. Die haben mit den Stereotypen gespielt und haben damit dann natürlich viel Aufmerksamkeit erregt. Mhm. Heutzutage ist das aber so, dass die Menschen das wirklich auch verkörpern. Dass die wirklich so asozial sind, wie sie eigentlich auf humoristische Art und Weise tun sollten. Ne? Und dann geben die das auch so weiter. Und dann wird die Jugend genauso. Und das schlimmste Dilemma ist, dass sie einfach nur das alles eine Fiktion sind. Also es sind Geister, die es gar nicht gibt. Genau. Da werden Bilder erschaffen, die es nicht gibt. Und das Problem ist, Bego, du hast dir nicht nur bei Photoshop einen dicken Arm gemacht. Du kannst einen sagen, den kleinen Jungen, Bego, wie bekomme ich einen dicken Arm? Also mein Arm wurde so dick. Genau. Belasch ist ein Straßenpoet. Er hat über die Straßen gerappt. Wenn einer fragt, Belasch was, wie man in Drogen rauskommt oder so, kann er was mitgeben, weil die wissen, von was sie reden, aber die anderen sind Fiktion und selbst wenn sie eine gute Attitüde haben, kommt nur Scheiße raus. Richtig, richtig. Kannst du mal ein konkretes Beispiel nennen? Wen meinst du und was meinst du damit? Also, das will ich gar nicht. Dann würde ich ja genau das Gleiche machen wie die. Also ich könnte... Ich meine diese Verdummung und so oder dieses Negative für was ist das? Ich will eigentlich niemanden nennen. Ich sag dir ehrlich, also für mich ist dann das... Dann nenn mir ein Beispiel, Bruder. Ich weiß gerade gar nicht, in welche Richtung du denkst. Was genau ist dein Problem? Du musst einfach nur das aktuelle YouTube gucken, die Trends, die YouTube-Trends und dann siehst du wirklich nur Verdummung von Kindern. Also Formate, von denen ich wirklich vielleicht auch nichts halte, etc. Oder auch generell Fake-Welt. Fake-Welt können wir gerne offen und ehrlich drüber reden. Ne? Also Fake-YouTube. Kenn ich alles gar nicht. Also Fake-YouTube, du hast ja auch was mit Fake-YouTubern gemacht. Das muss ich dir jetzt vielleicht sagen, vielleicht wusstest du es auch nicht. Oh, kommt jetzt eine Fitna. Also jetzt kommt ein bisschen Fitna. Also du hast ja auch hier ein Video mit Max gedreht und so. Ne? Max Kamio, mit dem war ich da früher. Und bei uns weiß der jeder, also wenn du Max sagst, in irgendwelchen Clubhäusern oder so, dann sind die nicht so gut drauf zu sprechen. Ne? Also auch wie das Ganze angefangen hat damals. Max war mein Tätowierer. Er hat mich gefragt, ey, können wir Knastfreigang machen und so? Wir machen ein Video zusammen. Ich war damals in Haft. Mensch, der hat dir doch den Hubschrauber auch geholt und so. Ach, was für Hubschrauber geholt? Denkst du, ich bin damit geflogen? Gesehen. Nein, aber du weißt ja wieder auch. Ach, hör mal, das ist so ein Fake. Ja. Guck mal, ich habe gedacht, das ist ein Freund von mir. Mhm. Ich habe aber nicht gecheckt, wie viel Fake dahinter steckt, dass er sich alles auf unseren quasi Ruf aufbauen will, auf der Straße, um akzeptiert zu werden. Weil natürlich, wenn jemand sagt, der hängt mit denen und denen ab, dann kann keiner zu ihm gehen und sagen, ey, was hast du da in deinem YouTube da für eine Show gemacht und ihm einen auf die Nase geben. Ne? Das Ganze fing ja an, Knastfreigang. Er hat da sein Helikopter, ja, Schummer. Natürlich, ne? Angeblich holt mich ein Lambo ab. Dieser Lambo, der gehört einem Kollegen von mir. Ne? Dein eigener? So, ja, sicher. Er hat mich gefragt, kannst du da was klar machen? Und wir machen ein bisschen was auf YouTube. Ich so, ja klar, wir machen das auf humoristische Art und Weise. Wir machen ein bisschen Comedy. Später hat er angefangen, wirklich das ernst zu nehmen. Ich dachte wirklich, der Junge hat eine Psychose. Er hat auf einmal angefangen zu glauben, er ist ein Zuhälter. Er hat noch nie eine Frau gesehen. Was für Zuhälter. Also das ist wirklich, dass er sich in YouTube reinsetzt, in irgendwelchen Interviews und erzählt, ich bin der größte Zuhälter Deutschlands. Danach kam Soman. Soman ist auch ein Freund von mir. Soman hat ihm dann quasi die Kontakte aufgebaut, sodass er nach Amsterdam gehen kann mit Modinho zusammen. Der kennt die Leute doch alle gar nicht. Der kennt doch keinen einzigen von denen. Die ganzen Kontakte sind über Soman, über mich, über Modinho entstanden. Mhm. Die Leute haben ihn nur nicht, wie viele Gespräche ich hatte mit irgendwelchen Rockern, die mich respektieren und gesagt haben, ey Bego, wir respektieren dich, du bist unser Homeboy so. Aber was labert der da? Der erzählt die Geschichten von irgendwelchen Freunden oder von irgendwas. Er erzählt die, als wenn das seine eigenen. Und das Schlimmste ist, wo dann unser Bruch kam, war, der einzige Grund, warum ich schlecht über ihn rede. Wir sind seit 2 Jahren, 1,5 Jahren, haben wir keinen Kontakt. Man muss dazu sagen, ganz kurz, ich wusste das nicht. Ich dachte, ihr seid immer noch Homeboys. Natürlich, weil ich das auch nie erwähnt habe. Es ist nichts Öffentliches, ne? Es ist nichts Öffentliches. Hast du noch nie erzählt? Ich habe noch nie irgendetwas darüber erzählt. Da bist du hier genau richtig. Das Einzige, warum ich das auch erzähle, ist, weil ich sehe, was er macht. Er hat wirklich das quasi jetzt in die Tat umgesetzt, was er damals schon angekündigt hat. Er hat damals gesagt,
ey, du kennst doch hier diese Osmanen-Gruppierung und so. Ich so, ja, die aus Frankfurt. Ja, warum? Ja, wenn YouTube nicht läuft und so, wenn das nicht so viel Geld einbringt, wie ich denke, dann werde ich das wie die machen. Ich werde so eine Art Club gründen, eigenen Club. Und dann soll einfach jedes Mitglied mir im Monat 20, 30, 40 Euro geben, etc. Und jetzt hat er, so schlau wie er ist, also er ist ja kein dummer Kopf. Er ist ein unempathischer Mensch quasi. Er ist ein sehr egoistischer Mensch. Also er denkt wirklich nur an seinen Profit so. Wie er an das bekommt, was er hat, dann vergisst er die Menschen um sich herum, wenn er das bekommen hat, was er wollte. Ja. Dann lässt er die Leute fallen. Hat auch bei mir gemacht. Als die Knastfreigänge dann nicht mehr die Klicks bekommen haben, hat er sich einfach nicht mehr gemeldet. Ne? War mir dann auch zu dumm, habe ich mich auch nicht gemeldet. Mhm. Aber ich habe es einfach ruhen lassen. Ich habe ihn einfach machen lassen. Ich habe ihn nie angerufen. Ich habe nie gesagt, pass mal auf, guck mal, du hast jetzt auf meinen Nacken, auf unseren Namen, hast du dir was aufgebaut, ich will was abhaben. Ich habe ihn machen lassen. Wenn er Erfolg gehabt hätte, ich hätte ihm sogar gegönnt. Aber er macht momentan etwas, was ich nicht cool finde. Er hat damals halt, wie gesagt, dieses Beispiel mit den Osmanen, er hat gesagt, ich gründe einen Club und nehme dann von den ganzen Mitgliedern, den ganzen jungen Zuschauern etc., nehme ich Gelder ein. Jetzt hat er das gemacht, ich weiß nicht, wie er das nennt. Kann ich dir ganz kurz mal folgen? Warum sagst du Osman? Ist doch bei ganz vielen Clubs so, das krass geht ja in jedem Club. Was ist daran anders? Die machen es bei jedem, dass jeder hat das Beispiel genannt. Max Camillo hat das Beispiel genannt. Er hat das mir so quasi als Beispiel genannt, damit ich checke, was er vorhat. Und bei dem, da kann jeder dann das Mitglied werden, Member. Das weiß ich gar nicht. Also ich kenne den Club jetzt gar nicht so. Das war nur Max Camillo. Also das war von Max das Beispiel. Das war seine Aussage. Und jetzt hat er halt dieses, ich weiß nicht, wie er es nennt, irgendwas mit, auf jeden Fall rettet die Bäume, irgendwie sowas rettet den Wald. Er lässt sich quasi auf ganz schlaue Art und Weise, als würde er was Gutes, Wohltätiges tun, Land kaufen auf sich, finanziert durch seine Follower. Dieses Land ist aber dann sein Eigentum. Das bedeutet, er erzählt quasi nach vorne hin, wir retten Wälder, wir tun was Gutes, was Wohltätiges. Die Leute spenden monatlich ihre 40, 50 Euro Mitgliedsbeitrag oder 20 Euro, ich weiß es jetzt nicht. So, aber das ist natürlich dann alles Besitz, was ihm gehört. Das heißt quasi um die Ecke. Weil normalerweise, wenn jemand sagt, zahlt mir einen Mitgliedsbeitrag, dann fragen die Leute auch, okay, was bekomme ich dafür? Ja. Und wo geht das hin? Und so hat er natürlich eine gute Ausrede. Es geht in die Wälder, die wir retten. Wir tun was für die Umwelt. Ne? Also ist schon sehr durchdacht. Er macht das alles, was er macht, macht das schon sehr schlau. Auch die ganzen Interviews. Er setzt sich ins Fernsehen und sagt, er ist Zuhälter. Dann haben natürlich Soman zum Beispiel, er hat ihn dann reingebracht in Eierberg, in die ganzen Rotlichtviertel bei uns, die ganzen Clubs. Er kennt die Leute ja nicht. Aber er war da noch nie. Also er hat da noch nie eine Alte gehabt, er war noch nie ein Zuhälter. Aber er ist doch einmal sein alten Bordell, ist er doch da an die Eros-Center. Das war nicht sein altes Bordell, das von alles. Er kennt einen Besitzer von einem Etablissement, so, mit denen ist er befreundet, die tätowiert er. Er kennt halt viele Menschen durch Tätowieren und hat er so getan, als wäre das seins. Ach so, weil ich muss dazu sagen, ich habe Max kennengelernt, er war mir sympathisch. Ich habe das nicht so gesehen, dass er sich oft so damit schmückt. Ich bin ihm sehr dankbar manchmal für die Berichte, was er macht, so als Entertainment, ja. Mhm. Ich muss nur sagen, weil natürlich nicht gelogen wird, ich habe schon oft mitbekommen, dass du wirklich die von die echten 1%er findest, auch Genghis 44, die verdrehen da oft die Augen. Aber ich fand es eigentlich auch sehr toll, den Bericht mit Belasch. Deswegen, was er macht, fand ich interessant. Ich kannte den Hintergrund halt nicht. Das habe ich auch zu mir gesagt. Ich habe zu mir gesagt, guck mal, wir können das alles machen. Auf eine humoristische Art und Weise. Zum Beispiel die Knastfreigänge. Das wäre auch sehr überspitzter Humor. Wir laufen da rein und erzählen dann auf breiten Nacken irgendwas über Glyphosat. Entschuldigung, ich will unterbrechen. Mich schockt es echt, weil man musste sehen, dass ihr Freunde seid. Er hat dich als dein Freund verkauft, auf den er seit Jahren wartet. Ja, klar. Und halt jedes Mal halt, das Bär hat es vielleicht nicht gesehen, mal ein Hubschrauber, ihr geht immer Malzbier. Da bin ich ja nicht mal mitgeflogen. Also er hat den Hubschrauber geholt. Ihr seid nicht dann, geflogen damit? Guck mal, ich erzähl dir das. Da hat mein Kollege auch nämlich das gesagt, also du bist viel zu naiv und viel zu nett. Wir sind dann da und er ruft mich dahin und wir drehen das Ganze und er musste dann Geld bezahlen. Ich war ja wirklich im Knast. Also das Einzige, was dann im Knast freiging, stimmt, ist, dass ich wirklich zu der Zeit im Knast saß. Ich hatte da Ausgang. Und wir gehen dann dahin, wollen drehen und wir sind dann da, hat halt ein bisschen alles gedauert mit Filmen und dann sagt der Typ, weil das Ganze hat so 500-600 Euro gekostet mit dem Helikopter, also ja, wenn er jetzt noch ein bisschen länger braucht, also wenn er noch fliegen soll, wenn ich noch fliegen soll, müsste er irgendwie einen Huni extra zahlen oder so. Und da meint er so, ja, scheiß drauf, wir haben doch jetzt eh die Szene, wo ich fliege. Dann sagen wir einfach, du fliegst jetzt. Müssen wir gar nicht auf Kamera machen. Ich gucke ihn an, ich so, ja, ist egal, wenn du ein bisschen Geld sparen kannst. Ich bin ja jetzt nicht scheiß drauf, ich muss jetzt nicht mit Helikopter fliegen, alles gut. So, und dann meinte schon mein Kollege zu mir, Hakim war dabei, also, boah, du bist viel zu nett, guck mal, er baut sich jetzt was auf YouTube auf. Guck, ob da auch später was zurückkommt, ob er später auch für dich was macht.
ja, alles gut, nein, Max, der ist korrekt, das ist wirklich ein super Junge und so. Und dann, das weiß ich noch, dann waren wir da auf dem Parkplatz, also ja, komm, wir machen jetzt noch eine Szene, wo wir Steak essen. Dann fragte mich, also, ich war im Knast zu dem Zeitpunkt, jeder weiß, wer im Knast ist, du bist broke. Im Knast, du hast keine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Wenn du als Millionär in den Knast reingehst, du kommst wieder ohne Geld raus, ist einfach so. Er fragt mich tatsächlich, ja, Bruder, hast du noch einen Fuffi, so, weil ich habe jetzt voll viel für Helikopter bezahlt, kannst du dein Steak heute selber zahlen? Da habe ich ihn angeguckt, ich so, guck mal, ich drehe schon für dich quasi, ich opfer meine 4 Stunden Freigang, die ich habe, um mit dir ein Video zu drehen, ne, so wie ich gebe dir quasi die Jungs, die ich habe, meine Connections, alles, was du drehen kannst, alles, was du machen kannst, soll ich auch noch mein Steak selber zahlen? Da hat er sich schon selber geschämt und hat dann selber gesagt, also, naja, alles gut und so, ist nur ein bisschen kritisch, weil ich will das Haus kaufen, bla bla bla, diese Geschichten. So, ne? Mhm. Da dachte ich mir auch, ich so, okay, du hast jetzt 100.000 unterm Kopfkissen, weil du ein Haus kaufen willst, aber fragst mich jetzt nach 50 Euro für ein Steak, während ich im Knast sitze. Ne, so. Ah. Na gut, ich will jetzt aber auch nicht zu viel Fitner machen, ne? Ich bin mal gespannt, ob er darauf antwortet, ob er was zu sagen hat. Vielleicht sieht er das Ganze ja nochmal ein bisschen anders. Aber Fakt ist, er hat halt sehr viel aufgebaut auf den Nacken von mir, auf den Nacken von Soman, Mudinho. Und da kam halt bei keinem der Jungs was zurück. Ja, auch Soman, also ich wette, Soman, ich werde nochmal mit dem reden, ich werde auch zu dem sagen, guck mal, also der Typ wird dich hängen lassen, ne? Und wenn es nicht schon sogar so weit ist, weil ich sehe auch bei denen keine Stories mehr zusammen oder dieses Gleiche etc., ne? Und ich wette, der hat da dieselben Erfahrungen gemacht wie ich. Ich hatte auch einfach, er hat sich einfach nicht mehr gemeldet. Und wie war, bevor der YouTube-Dreh war, wo du Freigang hattest, vor wie lange warst du im Knast? Ich bin ja immer wieder reingegangen, rausgegangen. Aber an der Zeit, also die Haft in dem Moment? In der Zeit, mit der Helikopterzeit? Wie lange ich da schon war? Oder kanntest du ihn davor überhaupt richtig, wie er ist, wie man so dachte? Wir kannten uns, ja klar, wir kannten uns, er war mein Tätowierer, er hat mich tätowiert. Wir kannten uns davor, haben ab und zu immer mal gechillt auch, er hat mich tätowiert. Wir sind Shisha rauchen gegangen, wir waren eigentlich cool, wir waren wirklich sehr cool, so, wir haben uns gemocht. Das Problem ist einfach nur, wenn du halt quasi bestimmte Leute kennst, dann wollen Leute immer cool mit dir sein. Ja. Weil die dann denken, du kannst die mal nach Berlin mitnehmen oder du kannst die mal da mitnehmen und der kann da profitieren. Das ist auch dieses Naive, was ich dann auch lernen musste abzulegen. Weil ich dachte, ich auch. Genau, ich dachte, die Leute finden mich cool und wollen mit mir chillen. Mhm. Ne? Was oft gar nicht der Fall war. Die wollten einfach nur über mich an andere Leute rankommen. Mhm. Ne? Das muss ich dann auch lernen. Bei ihm war es dann tatsächlich, hat sich im Endeffekt rausgestellt, genau so ein Fall, obwohl ich nicht von ihm erwartet habe. Weil in dem Video sieht man einfach, dass ich ihn noch mal gepusht habe und dass ich wirklich, was ich tun konnte, für ihn getan habe. Ne? Aber ja. Dieses ganze Fame-Ding halt, ne? Das ist schon, man muss seine Erfahrungen sammeln. Ich möchte jetzt natürlich über die Max-Geschichte nicht reden. Das ist euer Ding, was ihr da miteinander habt. Aber das ist halt ein Muster, das ist sehr bekannt, was du da gerade ansprichst. Vor allem hier, wie wir aufgewachsen sind, ist ähnlich wie bei euch. Wenn du erstmal was bist oder die Leute denken, dass du irgendwas sein wirst oder du kennst Leute und keine Ahnung was, erhoffen sich Leute natürlich immer eigene Vorteile. Und das ist dann so dieses Fake-Friendship-Ding, da muss man so ein Radar für entwickeln. Und wenn man genug von diesen Geschichten gesehen und gehört hat, ab einem gewissen Punkt siehst du sofort. Ja, weißt du so? Dann wirst du immer besser da drin, das so zu analysieren. Dann fällst du auf diese Falle nicht mehr rein. Aber man muss das erstmal alles so ein bisschen kennenlernen halt, ne? Manche wollten dich ja auch einfach nur zu ihrer Nutte machen, sage ich dir ganz ehrlich. Also, wenn einer kommt so mit seinem Handy und macht schon Story so, ja, aber er schiebt voll den coolen. Ja, siehst du, der ist so gar nicht so, der ist nicht dein MC Boogie-Fan oder Bego-Fan oder Belash-Fan oder egal was, er ist von nichts ein Fan, er hat auch keinen Respekt. Genau. In dem Augenblick will er einfach nur mit dir zusammen, so, dass du seine Nutte wirst vor der Kamera. Genau. So, und dann gibt es diese Generation auf jeden Fall, die ist ein bisschen neuer. Das war damals zum Beispiel bei unserer Generation, wo es dieses Internet und so weiter nicht gab. Da bist du ja nicht zu einem Star auf die Straße gegangen, hast gesagt so, yo Arnold, ey, du bist voller cool Typ, Alter, ey, Digga, was los? Und so hast du, da hast du gesagt, Herr Schwarzenegger, ich habe ihre Filme genossen. Genau. Verstehst du, was ich meine? So, toll gesagt, dieser Respekt so, weißt du, der ist weggegangen durch dieses Internet-Ding, weil, muss man aber auch dazu sagen, weil die Welt sich so geändert hat, dass die Leute angefangen haben, auf Social Media normale Menschen zu sein für alle. Das heißt, du konntest die auf einmal greifen. Die waren nicht mehr mysteriös, die waren keine Stars, die standen nicht mehr über dir gefühlt, weil du hast gesehen, was der frisst zum Frühstück, du hast gesehen, was der abends gemacht hat, welche Creme er für seine Füße benutzt. Und dann verfliegt das so ein bisschen. Ne? Und das ist halt so, glaube ich, so das Ding gewesen, wo viele Leute ihren Respekt verloren haben. Und das ist halt ein Trend so, den habe ich persönlich immer nicht gefeiert. Weil auch wenn du die Leute, auch es geht auch gar nicht darum, ob du Fan bist von jemandem, es geht einfach nur um so einen gewissen Grundrespekt vor jemandem, den du nicht kennst. Man geht nicht zu einem Fremden auf die Straße und benimmt sich wie Best Friend mit dem. Weil das sind wir nicht, wir sind nicht Best Friends. Du kennst mich nicht, ich kenne dich nicht. Du gehst bei niemandem auf der Straße, den du noch nie in deinem Leben gesehen hast, gehst du auch nicht hin und benimmst dich wie sein Cousin auf einmal. Ja.
Macht man nicht. Hat B. Toll gesagt, gibt er, wie Mike Tyson sagt, weil sie keinen Uppercut mehr dafür bekommen. Ja, und genau. Das krasseste Phänomen, aber heute finde ich, diese Goldgräber, hätte ich die Möglichkeit gehabt, in den 80er Jahren Ice-T zu schreiben, hätte ich mit meinem schlechten Englisch, hätte ich meinen Cousin schreiben lassen, lieber Ice-T, du bist ein ganz cooler Typ, Power und so, ja, genau. Ich will später auch mal lange Haare haben, heller ja. Bruder, der was zu sagen hat, bla bla blub. Aber du kämst doch nie auf die Idee, wenn du auch mal einen Rap gemacht hättest, die nach einem Feature zu fragen. Ja. Ich habe jeden Tag 20 Anfragen und das ist auch, finde ich, auch, was B gesagt hat, die machen sich zu der Bitch ja. Und die sehen nicht diesen Marktwert, dieses Produkt, plötzlich blöd, Alter, diese Marke. Weil dann kannst du nicht zum B sagen, ach ja, du kriegst hier für den Beat 50 Euro, machst doch nur 2 Stunden. Dann die ganzen 20, 30 Jahre, die er gelernt hat, oder bei mir, das ist ja auch genau ein ganz großer Punkt. Ich finde es komisch, wie die Leute Menschen entgegentreten mit Yo, Dicker, was geht oder so. Ja. Weißt du, was ich meine? So, ey, guck mal, dieses Dicker, was geht und so. Ich meine, wenn wir jetzt 15 Jahre lang miteinander aufgewachsen wären, meine Mutter würde deine Mutter kennen, dann kannst du Dicker, was geht machen. Genau. Vielleicht sind wir zusammen zur Schule gegangen, dann kannst du Dicker, was geht machen. Ja. Aber wenn du von 500 Kilometer weiter entfernt eine Instagram-Nachricht schickst und dann so redest, dann merkt man einfach nur, du hast den Bezug zur Realität verloren, Bruder. Und in dem Augenblick, dann darfst du nicht sauer sein, wenn derjenige dann nicht antwortet, vielleicht sogar dich blockiert oder irgendwas. Ja. Das hast du verdient dann. Das Schlimmste ist ja wirklich, du antwortest vielleicht doch mal jemanden. Bei mir ist das ja so, ich habe ja mir vorgenommen, auf YouTube sehr ausgewählt und sehr bedacht, den Content zu machen, den ich mache. Ich mache nicht auf Druck jede Woche ein Video, sondern vielleicht mal auch nur alle 2 Monate eins oder alle 3 Monate eins. Dafür mache ich dann ein Video, wie kann man alternativmedizinisch Bluthochdruck bekämpfen oder halt so gewisse Themen, über die ich mich halt auskenne, ne? Sowas. Aber vielleicht mal ein Spaßvideo. Ich mache sehr gerne Humor. So. Ich bin ein lustiger Typ, ich mache gerne lustige Sachen. Ne? Und, oder dir mal Haare einpflanzen lassen. Genau, Horrorfilm. Genau, ja, das war übel, aber hat sich gelohnt jetzt. Langsam fängt es zu wachsen. Nee, so. Ne? Vergiss mal bitte das Thema nicht, red zu Ende, aber ich möchte gerne mal darüber mit dir. Okay. Dann frage ich gleich, was da war. Okay. Ja, auf jeden Fall, weil jetzt habe ich den Faden verloren, aber auf jeden Fall, vielleicht antwortest du vielleicht schon mal jemanden auf Instagram, der fragt dich im ersten Mal, ey, danke für das Video mit Bluthochdruck, ich konnte meinem Vater dank dem Video helfen. Finde ich, ey, das ist wirklich der schönste Dank. Viele Leute wollen mir Geld schicken, viele Leute sagen zu mir, ey, durch deine Tipps habe ich das und das hinbekommen, meine Pickel sind weggegangen oder dies ist weggegangen, das hat mir geholfen, kann ich dir irgendwie was schicken? Und so. Dann sind das teilweise wirklich Schüler, die so ein Herz besitzen, so die wirklich vielleicht ihre 20 Euro Taschengeld schicken zu wollen. Ich sage dann so, ey, habe ich von Herzen gemacht, alles gut, so, alles gut, danke. Dann antwortest du denen, haben die vielleicht noch 1-2 Fragen. Und manche sind dann wirklich so dreist, die fragen dich dann vielleicht was, du antwortest denen. Also ich habe mir auch wirklich immer Mühe gegeben, so gut ich konnte, weil oft sind wir ja auch unterwegs und dann antwortest du aus dem Autofahrt heraus, ne? Und dann fragen die dich beim dritten Satz, kannst du das für mich posten? Abonnier mich mal. Oder, das ist wie bei mir. Ja, Feature und? Oder irgendwas, ne, wo ich mir denke, guck mal, ich antworte dir doch schon. Ich nehme doch jetzt meine Zeit, um dir bei deinem Problem zu helfen. Mhm. Was hast du davon, wenn ich die Folge, wenn wir uns nicht kennen? Ich verstehe dieses ne? Dreistigkeit, nennt man das. Ja. Ich will schon jeden verprügeln, der schreibt, Support ist kein Mord. Bei dem Satz wird mir schon schlecht. Ja, aber wann hast du mal supportet? Das ist und ich finde es auch frech. Und bei manchen Sachen sage ich auch den jungen Leuten, auch bei mir selbst im Bezirk, den kleinen Schababs, guck mal, wenn ich jetzt hier mit Vito bin oder irgendjemand, ich bin Bodybuilder-Fan, ich guck's gerne, Lou Ferrigno, meine Helden. Ich kann jetzt nicht mit meinem fetten Bauch sagen, ihr seid meine Kumpels, ich gehe auf die Bühne. Genau. Und diese Leute halt, du kannst nicht einen fragen wie B oder mich, der seit 20 Jahren Musik macht, macht seinen ersten Text nach einem Feature. Aber es ist 90% fast von meinem Postfach sowas. Ja, ich weiß, ich kenne das. Kennt ihr diese Bots wirklich, die einen Kommentar haben? Und immer so immer denken, sich zu triggern wollen. Immer so, immer denken, man weiß irgendwas. So, ja. Ja. Ganz schlimm. Stänkerer. Lass uns zu diesem Haarthema kommen. Okay. Das ist haarsträubend. Haarsträubend. Das sah wirklich ekelhaft aus. Da wurde an dir rumgezupft, Bruder. Ich kenne diese Prozedur, ja. Aber die Leute, die das irgendwie noch nie gesehen haben, die sollen mal auf Begos Seite gehen und sollen sich das mal angucken, wie du in Istanbul Haartransplantation bekommst. Ich habe heute mir das reingezogen, weil ich ein bisschen gucken wollte, mit wem habe ich da so zu tun, mehr oder weniger. Und dann bin ich auf dieses Video gestoßen, Bruder.
Also das muss schon so ein bisschen eklig sein. Du siehst überall Blut, es wird dir überall rausgezogen, ne? So einzeln werden dir die Haare rausgezogen, genau, und werden dann woanders reintransplantiert, ne? Das ist so die Prozedur dahinter, ne? Also, weil ich bin ja Glatzkopf, seit ich Mitte 20 bin. Ich habe ja, diese Genetik hat mich ja so richtig hart mitgenommen, Bruder. Ich hatte kein Glück von dort oben. Mhm. Meine Mutter hat damals mit 15 auf meinen Kopf geguckt und meinte, du kriegst eine Glatze. Und sie hat recht. Es hat bei mir echt nicht lange gedauert. Du bist auch Glatzenträger. Ah, Gott sei Dank. Auf Stahl wächst nichts, B. Aber ich habe mir das auch mal überlegt gehabt, so, weißt du, weil ich dachte so, es ist doch schön, die Option zu haben. Mhm. Auch wenn alle sagen, Glatze ist schön, aber vielleicht will ich mal irgendwann Afro-Look, dann möchte ich gerne einen. So, aber deswegen, wie war das denn? Erzähl mal bitte aus erster Hand mal. Also, ich habe ja auch nachgefragt, vor mir war da auch schon Erdem, ist ein Bekannter von mir, der macht auch YouTube, Bodybuilder, sehr starker Typ. Schöne Grüße, Erdem, ich weiß jetzt gar nicht, welche Kamera läuft, aber... Diese ist deine. Erdem, schöne Grüße. Und ich habe ihn gefragt, ja, warst du zufrieden, ist das? Er meinte, stopp, ist gut. Und habe ich schon mal so ein paar andere Leute gefragt, ey, tut das weh und so, und alle, also wenn du so googelst, sagen alle, nein, tut gar nicht weh. Aber wenn du dann die Leute fragst, dann merkst du schon dieses, es geht. Aha. Und du merkst schon, okay, so ganz ohne wird das nicht sein, ne? Und sind wir nach Istanbul geflogen, ne, habe ich das da machen lassen, geht relativ schnell. Also in Istanbul ist das wirklich wie Drive-In. Also die sind da schon so drinne, die machen täglich nichts anderes, die machen das zack, 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 dann bist du fertig, dann kommt der Nächste. Wie lange hat es gedauert bei dir? Boah, bei mir waren alles zusammen vielleicht 4 Stunden. So. 4 Stunden. Mit Entnahme, mit genau, von hinten entnehmen, dann ich habe die Geheimratsecken nur machen lassen. Okay. Ne? Mit 2500 Drafts oder so heißt das, oder Grafts, ich weiß gar nicht. Eine Session nur? Ja, in einem Durchgang. Also wenn man mehrere Sessions macht, wird es ja dichter. Ja, genau. Also manche Leute, eine gemacht, ich brauche nur eine. Ich habe ja nur die hier vorne verdichtet. Ne? Manche Leute, also bei dir müssten wahrscheinlich auch 2, denke ich mal. Ne? Oder bei dir, wenn bei dir, wie hast du gesagt, 4 Stunden? Ja. Dann dauert es bei mir 4 Tage. 1000 Euro, Digga. Aber gibt es ja auch. Ne? Ja. Leute haben sich auch teilweise schon wirklich alles voll machen lassen. Ne? Weil das geht, ja? Ja, klar. Solange genug Spenderhaare da sind, kann man alles machen. Ne? Also die nehmen dann, aber wenn die von dir selber, von der Seite hinten, haben die sogar abgezupft. Ja, Brusthaare geht auch? Brusthaare geht auch, tatsächlich. Ja. Dann kann ich meinen ganzen Körper machen. Ja, das ist das Gute, ne, bei uns. Ja, super. Ja, also, wenn du mal Haare brauchst, Transplantation, Bruder, von meinem Rücken kannst du ganz lang füttern. Ich glaube, Comenas Augen würden leuchten, wenn ich Brusthaare hätte. Sein Lieblingsreim ist You ain't got no hairs on your chest von Big Pun, Alter. Comenda feiert sich immer auf Brusthaare. Er diskriminiert mich immer. Bruder, weiß ja, ne? Also, weil sie Hemd und Brusthaare raus. Bego, mal eine Frage, weil ich weiß, Schmerz ist relativ, wenn man schon mal irgendwas Mieses hatte. Mhm. Ich weiß aber, hier bei dem Gesicht war ja ein Cover-up. Mhm. Einmal habe ich dann kurz gefiebt, weil es hat so irgendwie hinten beim Zahn und hier musste ja beim Cover-up muss ja doppelt so tief und es war schon unangenehm. Mhm. Aber jetzt wirklich, ich stelle mir dann immer vor, so es ist irgendwie eine OP oder so und dann weiß ich, der Schmerz ist doch nicht zu doll. Haare mehr wehgetan als Hals-Tattoo oder Implantation? Boah, also ich sag ganz ehrlich, der Schmerz der Transplantation ist gar nicht so schlimm. Es ist nur ein ekliges Gefühl. Also ich bin auch so einer, ich bin eigentlich für Schmerz unempfindlich, außer es ist was Ekliges, wie ein Zahnschmerz oder ein Ohrschmerz. Dieses Eklige, wenn es einfach eklig wird. Ne? Ich hatte meine Puller offen, Freunde. Ich habe einen Einbruch gemacht, bin geflüchtet, am Stacheldraht hängen geblieben. Ich gehe ins Krankenhaus, schreife, sind Sie mal ruhig, was haben Sie denn? Ich ziehe die Hose runter, alles rot, da hatte ich zum ersten Mal einen Beißring. Und als sie desinfiziert haben, dann durfte ich die ersten paar Wochen keinen Hüt bekommen. Digga, ich habe 2 Freunde mit Pimmelbruch. Jedes Mal, wenn ich sowas höre, Digga. Ja. Shit, Alter. Pimmelbruch kennst du? Das hatte Dieter Bohlen ja damals, ne? Ach du Scheiße. Pat! Auf einmal platzt das Ding, ne? Das wird auch richtig rot und blau. Ja, ist der Schwellkörper, ne? Also, da kommt manche reißen mit der Haut und dann ist richtig offen. Also, okay. Ich habe jetzt mal echt eine Frage an euch. Jetzt mal wirklich. So ein Arzt hat gesagt, der hat so einen Arzt, kennt ihr wieder? Es kann so ein Punani-Krampf geben, da bleibt der Arzt so drin, stimmt das? Boah, das habe ich bei den Kötern immer gesehen. Ich habe das letztens gehört, ich dachte, da frage ich Onkel Behmer. Ja. Das habe ich auch mal gehört. Ja? Da mussten die das irgendwie mit Rettungswagen, mit Feuerwehr. Da ist die Line von Matthias Crime, ich will nie wieder raus. Ja, genau. Ich kann nie wieder raus. Bei Hunden kennt man das, passiert da öfters. Mhm. Ne? Da bleiben die stecken. Da wird auch alles Mögliche gemacht. Der eine steckt den Hundfinger in den Arsch, Bruder. Der andere kommt mit Eimer. Dann kicken die den und so. Alter, Digga. Aber das ist sehr schmerzhaft wohl, weil die Viecher schreien immer. Also, finde ich auch sehr interessant, wie wir jetzt von Haartransplantation Ja, aber du hast gesagt, das war so ein Ekelschmerz. Aber du hast auch die 2 ekligsten Schmerzen beschrieben mit Zahnschmerz und Ohrenschmerzen. Ja, also, es tut an sich gar nicht weh. Man merkt einfach eigentlich nichts. Es ist halt nur, es fängt an mit so einer Pistole und dann jagen die dir so, pack, pack, in den Kopf so Betäubungen rein. Mhm. Und die sind eklig. Also das ist wirklich eklig, wenn du wirklich an deinem Schädel, du merkst so,
wirklich wie so ein Tacker. Ne? Ganz, ganz eklig. Aha. Und dann betäubt das Ganze. Und dann merkst du eigentlich nicht mehr viel davon. Aha. Es ist halt nur, du merkst, wie etwas rumgezupft wird an deinem Kopf und so. Und dann, ich hatte einen ekelhaften Schmerz hier im Frontbereich. Jeder, der Migräne hat, der weiß ja, zum Beispiel eine Migränebehandlung wird ja auch so gemacht, dass man Botox in die Muskulatur drumherum spritzen kann von so einem Nerv hier an der Stirn. Aha. So, weil dieser bestimmte Nerv hier, der kann für Migräneanfälle sorgen. Und genau dort haben die halt transplantiert und ich denke mal, die sind da irgendwie an diesen Nerv dran gekommen. Dann hatte ich eine Migräneattacke. Also ich konnte kein Licht sehen, ich hatte so einen Schmerz, das war so, also das ist wahrscheinlich passiert, das einem von 100 oder so, keine Ahnung, und ausgerechnet mir passiert. Das war eklig. Also das war wirklich, wer Migräne hat, so, der weiß, das ist ein Schmerz, den kann man nicht beschreiben, ne? Du kannst nicht gucken. Ich musste wirklich meine Hand vor die Augen halten, noch mit Taschentüchern da drunter und da mussten die ja durch. Ich bin in der OP, ne? Und ich sag zu dem betäubt, und mussten mir so einen Tropf setzen mit Betäubungsmittel und Kochsalzlösung und alles, ne? Aber bringt ja nichts. Also wirklich, das ist ein Schmerz, da müssten die dich schon in Narkose legen, damit du den nicht mehr hast. Ja, ich habe einen Freund, der hat Cluster-Kopfschmerzen. Genau. Und der ist ein gestandener Typ, der hat früher hier gepackt und alles. Wenn die und der kommt, sitzt da und weint, der liegt auf der Couch und weint. Ganz genau, wenn die Attacke kommt, ne? Du bist außer Gefecht gesetzt. Ich sag dir ehrlich, ich lag da, ich habe wirklich einfach nur so gemacht, weil ich konnte kein Licht sehen, ne, also, und du hast nur Schmerzen, dein Schädel brummt und du hast nur diesen ekligen Schmerz, der quasi wie, als würde jemand in dein Gehirn stechen. Ne? Aber also nach der Ansage haben alle ihre Istanbul-Tickets gecancelt? Ja, ich glaube auch, Aber ne, also ich denke mal, das war jetzt nur bei mir so, ich kenne auch keinen, bei dem das so war. Ich müsste dir nur sagen, Bego, du bist Real Talk, wundervoll mit dem Haarschnitt von mir und B aus. Ja, ne, ich sah auch ganz gut aus mit Glätze. Ja. Ich sah auch ganz gut. Ich hatte auch dann zeitlang Glatze getragen, sah auch ganz gut aus. Aber jetzt, er setzt sich so ein bisschen aus wie DJ Khaled, ne? Ja. So der DJ Khaled. Bruder, DJ Khaled. Der hat nicht die schönste Figur. Ja, da kannst du froh sein. Ich auch nicht aktuell. Aber 20 Kilo. Eher so wie Schuck Knight aus. Zu bescheiden. Eher wie Schuck Knight aus Neukölln. Ja, Schuck Knight, das war ein Typ, ey. Warst du eigentlich auch in einem dieser Filme mal, das weiß ich jetzt gar nicht, warst du auch mal vor der Kamera zu sehen? Bei Filmen so? Haben sie dich auch schon mal entdeckt? Wie oft so Straßendudes man dann entdeckt? Ich überlege gerade, war ich mal vor Kamera? Ja, wäre dir ja eingefallen. Ja, wenn du so lange überlegen musst schon. Ja. Weißt du, was auch lustig war? Du hast dich ja mit Sam getroffen. Also ja, mit Cem Öztabakçı. Ja. Das ist ja Dings hier, ne? Der Bruder, der ist ja bei Dogs of Berlin, habe ich den kennengelernt. Ich hatte da auch eine kleine Rolle. Wir haben Backstage uns alle super verstanden. Das ist auch zum Beispiel so ein Riesentyp mit seiner Vergangenheit. Man weiß es, Rocker, Mocker und seine Ecke und so weiter. Aber der ist zu allen Leuten immer korrekt gewesen. Immer. Ja. Weißt du? Auch so herzlicher Typ, so lustig. Sicher. Keiner kam nicht mit ihm klar. Prima Typ, ich hab den bei Agro-Videos kennengelernt, da war der immer und der war mega lieb, Alter, ganz stabiler Typ. Der hat seinen Herzen rechten Fleck, der ist auch einer, ne? Der ist groß und breit und der hat auch seine Geschichten. Du warst letztens bei ihnen in seiner Tuning- oder Werkstatt, ne? Genau. Wie nennen sie ihn da alle? King? King nennen sie, da hat er auch das Graffiti. Du meinst diese King Customs. Genau, King Customs. Nee, ihr wart da und du warst da, glaube ich, auch mit ihnen. Ja, genau, da haben wir dafür für die Werkstatt da ein bisschen was gedreht und so. Genau. Sehr, sehr schönes Video, auch real-life-mäßig geworden. Ist ein cooler Typ auf jeden Fall. Der wäre auch sehr gut, der hat eine krasse History. Ist auch so ein Typ, so ganz ehrlich, der ist ja auch so wie du, von Gott gesegnet. Ihr wart schon sehr, sehr früh körperlich den meisten anderen überlegen. Man merkt das, weißt du so? Und das sind halt so genau die Jungs, so, wenn du damals noch bevor es mit Waffen und so abging, so zu der Zeit, wo man sich noch geschlagen hat, so diese Zeiten, wenn so ein Jam auf einmal gekommen ist oder so ein Bego oder so und du warst ein Kleiner, dann hast du abgekackt, Bruder. Da gab es halt gar keine Möglichkeit. Der ist ja noch ein Stückchen größer als ich, also der ist ja auch ein Hühne. Ne? Der ist brutal, auf jeden Fall. Natürlich ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste so, ne? Aber zu seiner Zeit, das war natürlich, er hat seinen Status gehabt. Ja, so ein Abi möchtest du gerne haben, wenn du jung bist. Ne? Wenn der erstmal kommt, dann gucken sie erstmal schief auf der Straße. Aber der wäre auch ein interessanter Charakter. Jam, auf jeden Fall offizielle Einladung, Bruder. Ne? Komm, Jam. Und wegen so Leuten habe ich auch Pumpen angefangen und Kampfsport, weil ich war halt von Friedenauer mit 12, 13 nach Langwitz gezogen. Ich war sehr ängstlich von den Friedenauern immer. Und die kamen und wir hatten alle Angst, wir kleine Rasselbande. Da kamen drei Kanaken von Friedenau, von denen wir immer Angst hatten, waren älter. Dann kam dein Pumper, die Namen sage ich nicht, die sind da immer sauer, der hat sie bei uns bei Toben durch die Scheiben geschmissen. Ja, und dann dachte ich, geil, Muskelmasse. Ja, und dann dachte ich immer, wenn du einen dicken Arm hast und eine Knarre, hast du Ruhe, aber leider nicht so. Digga, da gibt es auf jeden Fall so eine Riesenleute, ne? Da gibt es auch so eine bekannte Story von meinen Hooligan-Kumpels, Grüße am BFC. Der immer anruft manchmal bei dir? Nee, das ist so ältere Dings, ich möchte jetzt nicht meinen Namen nennen, die wollen nicht meinen Namen genannt werden und so. Aber die haben so ihre Dings, die Hooligan-Regeln, ne? Das heißt, auf dem Boden machst du eigentlich nicht weiter, keine Waffen, dies, das. Eigentlich. Außer die Polen kommen. So, und damals, halt, wo die Polen gekommen sind, dann zum Beispiel, musst du dir so eine Szene vorstellen, Pole zieht Pumpgun raus, auf einmal mitten in Dings hier, Hooligan-Streit.
Und einer von diesen riesen Ossis, Bruder, der reißt einfach eine Parkbank aus dem Boden raus und schmeißt die auf den mit der Pumpgun rauf und so. Es gibt manchmal so Leute, die sind einfach so von Gott gesegnete riesen Hühnen. Ich habe so, da letztens so einen geilen 70er-Jahre-Film gesehen. Wie heißt denn der? Warrior? Ich weiß nicht, wo der... Wanderers. Welcher Film ist es, wo die auf dem Feld die Schlägerei haben? Und der Vater ist so Bodybuilder, der pumpt auch immer zu Hause. Dann sagt er, der will immer nicht mitmachen, dann macht er mit. Jetzt will ich mal gucken, wozu das Bodybuilding alles was bringt. Die muss ich mal raus. Ja, geil. Ja, ey, du, meine ersten Helden, ich wollte vielleicht He-Man auch und so. He-Man, immer wenn es gepumpt war, waren es die Superhelden. Arnie, Stallone, brauchen wir nicht sagen. Ja, ja. Der Pump ist alles, was zählt. Ja, aber du hast ja auch deine Vergangenheit, Digga. Erzähl mal, mal so, wie das bei dir war. Ich habe ja noch mitbekommen, natürlich Knast rein, raus, gab es so ein bisschen was. Du hast so 3-4 Jahre insgesamt, glaube ich, gesessen. Ne? Aber ihr wart so Einbrecherkinder eigentlich. Ihr wart ja so Kinder. Also du, was du erzählt hast, ist 15, 16, 17, 18, 19. So Friesern. So, ne? Also es gibt ja... Ist ja schwer, wenn man, sage ich mal, auch mit vielen Sachen noch immer verbandelt ist mit bestimmten Personen. Dann kann man natürlich nur über die Sachen reden, die auch, sage ich mal, verjährt sind oder so weit zurückliegen, dass da jetzt nichts mehr kommt oder irgendwelche Rückschlüsse auf einen hinterherkommen. Aber ja, so das ist halt der Werdegang. Ne? Also ich bin halt, wie gesagt, da haben wir vorhin drüber geredet, ne? Asylheim aufgewachsen, bis zu meinem 8. Lebensjahr. Und kurz vor Krieg geflohen, oder? Ja, meine Mutter genau ist da aus dem Krieg geflohen, aus Bosnien, Bosnienkrieg. Und so, dann bin ich da aufgewachsen und dann hast du schon von vornherein, Alter. So, du weißt, du musst, wenn du was haben willst, dann musst du es dir auch besorgen. So, ne? Du kriegst nichts geschenkt und ja, dann falsche Freunde. Was heißt falsche Freunde? Vielleicht war ich selber ein falscher Freund für andere, ne? Aber so, man hat sich halt gefunden. Ne? Also, sag ich mal, die falschen Freunde haben sich dann untereinander gefunden. So, dann haben wir angefangen, so mit kleinen Diebstählen, irgendwann Einbrüche, irgendwann wurden es dann bewaffnete Raubüberfälle. Da haben wir so dumme kleine Kinder, wir haben teilweise 10-mal die gleiche Spielhalle überfallen. Wirklich 2-mal im Monat haben wir die gleiche Spielhalle überfallen. Ja, wenn ich mir manchmal diese Zeitungsberichte dahinter lese, ich habe noch die Zeitungsberichte, da steht zum Beispiel, wo dann ein Kollege von mir verhaftet wurde. Was habt ihr denn mit dem ganzen Geld gemacht? Ja, ich habe Klamotten gekauft und wir sind Party gegangen. Da steht da drin als Zitat. Ja, also so dämlich, ne? Und dann, ja, viele meiner Jungs von damals, also ich sag's mal so, dann ist wirklich auch ein bisschen Scheiße bei uns passiert, bei einem Überfall. Ich weiß gar nicht, was ein Einbruch oder ein Überfall. Auf jeden Fall, der Filialleiter ist gekommen und du wärst wieder auch gern der du warst, als du das werden wolltest, was du jetzt bist, wa? Das ist ein ganz guter Spruch. Von Otto Walkes, verrückt, aber von Otto Walkes. Krass. Da hast du damals deine Einbrüche und so weiter mit deinen Kumpels gemacht. Das war, da wart ihr sehr jung noch, wie gesagt. Da, genau, ne? Genau, da waren wir 13, 14. Da wurden ja wirklich psychologische Gutachten erstellt. Also ich hatte Glück, weil die Verfahren wurden dann abgekapselt. Die haben, jetzt kommt das Ding, die Leute denken immer, oh, meine Brüder, meine besten Freunde, wir machen Scheiße zusammen, wir decken uns den Rücken. Als wir in den Knast gekommen sind, alle haben gesungen, außer ich und noch ein Russe so, von einer Gruppierung. Wir waren teilweise dann 12 Jungs, die dann in verschiedenen Gruppierungen halt immer wieder Scheiße gemacht haben. Der eine hat mal da mit dem Kollegen Überfall gemacht, der andere hat am nächsten Tag da mit dem anderen eingebrochen. Aber so insgesamt waren wir 12 Leute, die dann wirklich inhaftiert wurden. Und alle haben ausgepackt. Also die waren wirklich vor Gericht. Aber die Geschichte, wie wir dann gepackt wurden, ist auch sehr, sehr, sehr lustig. Da sitzt ein Mittäter von uns am Fernsehen, ne, vom Fernseher mit seinem Vater. Dann kommt WDR, ja, Raubüberfall-Serie, NRW, eigene Soko eingeschaltet. Bla bla bla. Und dann lacht er und sagt, haha, Papa, wie sind das? Der Vater geht zu dem Bullen, sagt, ja, ich möchte gegen meinen Sohn aussagen, aber ich möchte nicht zu Gericht. Und normalerweise machen die das nicht, aber weil die so halt hinterher waren, wer das war eine riesengroße Raubüberfallserie. Wir haben 2 Jahre lang bei uns die Ecke da terrorisiert, ne? Also die haben uns wirklich, ne? Die hat noch so einen ganz süßen Soko-Namen für uns. Ne? Rasselbande zufällig? Sowas. Bei uns hießen sie damals Rasselbande und Soko, Gemeindepark und Rasselbande. Genau so einen behinderten Namen hatten wir auch. Auf jeden Fall, da haben die gesagt, okay, wir schicken Richter da zu dir nach Hause, der eine Aussage macht. Hat er da, was man eigentlich nicht macht. Normalerweise muss ja der eine Aussage macht, da zum Richter. Und eine richterliche Aussage ist ja viel mehr wert als eine polizeiliche. Deswegen haben die das gemacht, weil so eine richterliche Aussage kann halt schon auch ohne Beweise als ausreichender Verdacht begründet werden für einen Haftbefehl. Deswegen haben die das gemacht. Haben den Richter da hingeschickt nach Hause.
So. War der unter 14 noch, der Bruder? Nee, der okay. war glaube ich, ein Jahr älter als ich. Wenn ich 14 war, der ist harte Geschichte, natürlich lustig, musst du schmunzeln, wie weh. Er ist da vorm Fernseher, steht so ganz stolz, Papa. Aber pass auf, damit die Leute verstehen, wie dieser Verrat ist. Also die denken ja wirklich, das sind meine besten Freunde, mit denen mache ich Überfälle und wir halten zusammen und keiner verrät keinen. Dann macht er da seine Aussage vom Richter, Richter geht, Polizei geht, kommt der Junge nach Hause und sagt er, ey, pass auf, dein Kollege, der Bego, die Polizei war gerade hier, der hat euch alle verraten. Klar, auf mich geschoben, was macht er natürlich? Ja. Die Polizei nimmt ihn fest, er sagt, wie, nein, das war alles er. Der Klassiker. Ja, natürlich. Ne? Und dann bin ich da, dann lese ich die Aussagen, alle einfach ausgepackt. Der Einzige, der nicht ausgepackt hat, der hat auch einfach nur ausgepackt, weil er war komplett geistbehindert. Sein Anwalt hat einfach zu ihm gesagt, sag einfach gar nichts. Alle anderen so, die haben alles gesungen. Und das Einzige Gute, warum ich abgekapselt wurde von dem Verfahren, war, die haben so viel Scheiße gemacht, keiner wusste mehr, bei welchem Überfall wer überhaupt dabei war. Dann haben die mich bei Überfällen mit eingebunden, wo ich schon in U-Haft saß, wo ich nachweisen konnte, ich bin in U-Haft, bei einem Überfall, wo ich im Krankenhaus lag, also wirklich so bei verschiedenen Sachen, wo ich nicht dabei sein konnte, haben die mich halt quasi belastet, so dass das abgekapselt wurde und dann konnten die halt, die Glaubwürdigkeit war unten. Da konnten die so bei dieser Sache nichts mehr machen. Mhm. Bei der einen Sache halt, wo das eskaliert ist, dann war klar so, okay, da muss was sein und dann wollten die uns das so reindrücken, als wäre das gewollt gewesen, weil Vertuschung einer Straftat und Heimtücke und dies und das und dann kommen die da mit so welchen Geschichten. Am Ende ist das dann trotzdem noch ganz gut so für uns passiert, wir konnten uns einigen mit der Staatsanwaltschaft, da musste, die hatten ein Gutachten, weil die Staatsanwaltschaft hat gesagt, nee, wir glauben nicht daran, dass das durch einen Faustschlag passiert ist, sondern ihr müsst massiv auf den Schädel eingetreten haben, ihr wolltet den umbringen. Die haben so getan, als wären wir kleine Kinder, solche, wir wollten unbedingt einen umbringen. Aber es war alles noch Jugendstrafe. Ja, das war alles Jugendstrafe, ja. Aber die waren sehr hart, also wir waren auch an einem sehr, sehr abgefuckten Landgericht, ne? Also die waren wirklich sehr hinterher. Und da hatten ein Gutachter, deren Gutachter hat dann gesagt, ja, das ist möglich. Und in der Justiz ist es so, wenn dann ein Gutachter sagt, das und das ist plausibel, es ist möglich, dann können die das ja drehen, wie die wollen. Also ein Richter kann dir alles drehen, wie er will. Ne? Ja. Dann wurde der größte Gutachter, der Professor, der diese Gutachter ausbildet, dazu berufen, weil ein paar Sachen keinen Sinn ergeben haben. Und der hat ein eigenes Gutachten, ne, so vorgelegt. Ach, es war schon geil, wie der da reinkam. Ne? Und ich dachte, oh, der kommt jetzt und der macht uns jetzt kaputt. Und dann kommt er rein mit seinem Aktenordner. Der setzt sich dahin, verschränkt seine Beine, guckt den Staatsanwalt an. Und so, sein erster Satz. Also alle Gutachten werden verworfen. So wie das dort in den Gutachten beschrieben wurde, ist es unmöglich. Mhm. Und der Staatsanwalt fängt jetzt an, irgendwelche Theorien aufzubauen. Ja, aber wäre es denn möglich, wenn der Verletzte, wenn das Opfer sich hingekniet hätte und dann ein Tritt oder ein Kniehieb passiert wäre? Und er guckt ihn einfach an, so auf diese. Er weiß, wer er ist. So. Er weiß, er ist so. Er ist der Höchste, der die Gutachten erstellt. So bei ihm, was er sagt, ist Gesetz. Guckt ihn an und sagt: Unmöglich. So, einfach so, ne, also ich, in meinem Herzen, ich guck meinen Anwalt an, ich freue mich, endlich jemand, der wirklich uns nicht so darstellt, was wir eigentlich nicht sind, wir waren kleine, dumme Kinder, einfach scheiße gedacht haben. Gutachten kosten ein Geld, Bruder. Ach, hör mir auf, wir hatten Glück. 30.000, eins ab, dann geht's los. Wir hatten Glück, dass wir noch minderjährig waren, wir mussten diese Gerichtskosten damals nicht zahlen. Ab 18, diese Gerichtskosten haben mich platt gemacht. Ich sag dir ehrlich, das sind die größten Ausgaben, die ich bis heute noch zu tragen habe, ne? Gerichtskosten, Anwaltskosten und so ein Scheiß, Schmerzensgelder, ne, auf jeden Fall, ne, dieser Gutachter, der hat uns dann quasi aus der Scheiße geholt. Er hat gesagt, nein, das ist das und das ergibt ganz andere Verletzungsmuster. Er hat das dann alles erklärt. Also er hat dann wirklich so wissenschaftlich alles erklärt. Und ne, die Staatsanwaltschaft hat dann so das Verfahren so kurz pausiert, hat sich mit unseren Anwälten zusammengeschlossen. Die so, hört mal zu, die haben Scheiße gebaut. Der saß jetzt ein Jahr in U-Haft. Wir machen euch einen Vorschlag. Sein Verfahren wird eingestellt. Er kriegt keinen Akteneintrag, nichts. Er soll einfach auf Haftentschädigung verzichten. Dann stellen wir jetzt hier das Verfahren ein. Ich weiß noch, dann kommt mein Anwalt zu mir. Also du musst nur auf Haftentschädigung verzichten. Die werden aber sowieso dich für irgendwas verurteilen. Genau in diesem Rahmen, was du U-Haft gesessen hast. Du wirst so oder so nichts bekommen. Ja, ganz kleiner Tagessatz, weil du wahrscheinlich vom Sozialamt oder Jugendamt gelebt hast. So, diese Haftentschädigung war damals 24 Euro am Tag. Ja. Ne? Und dann frage ich ihn nicht, was würde ich bekommen? Er rechnet das aus, Pi mal Daumen, 6.000 Euro, 7.000 Euro. Ich so, für 6.000, 7.000 Euro soll ich jetzt hier noch sitzen oder riskieren, dass ich noch irgendwas bekomme? Ich will nach Hause. Ne? Dann haben die das Verfahren eingestellt. Da haben wir Glück, das war so das Erste. Da bin ich mit 16 rausgekommen. Aber du willst ja bei diesen Geschichten, ist ja auch gut,
dass die Justiz ja so, soll ja so funktionieren, dass du normalerweise dafür verurteilt wirst, für das, was du gemacht hast. Du hast ja Scheiße gebaut. Genau, genau, wir haben Scheiße gebaut. Aber die Sachen, die du nicht gemacht hast, das soll ja auch, das soll ja akkurat festgestellt werden. Also ja, wenn dort jetzt nicht irgendwas passiert ist, von wegen, jemand wollte jemanden umbringen, so, wenn das nicht passiert ist, dann sollte das auch nicht in die Schuhe geschoben werden. Aber dann merkt man mal, wie so ein Katz-und-Maus-Spiel vor Gericht. Genau. Diese Geschichte, die du gerade erzählt hast mit diesen Gutachten, habe ich genauso an und für sich, mal abgesehen, dass ich es selber genauso schon mal erlebt habe, schon so oft von anderen Leuten gehört. Genau. Da kriegt man so den Eindruck, so, ach so, also da hast du, du hast Bock drauf, ne? So, also der hat so Bock drauf. Er will Sachen, von denen er selber wahrscheinlich nicht mal überzeugt ist, dass sie passiert sind, will er aber trotzdem so das Aufbauschen des Levels, so, weißt du so? Was für Peach-Moves so, weißt du? Also die Justiz, ich habe das Vertrauen in die Justiz verloren. Also die drehen sich da alles zurecht. Jedes Gesetz ist so variabel. Die können dir eine Heimtücke draus drehen, einfach nur, weil du... brauchen wir jetzt gar nicht drüber reden. Ich glaube eher an die Jungfräulichkeit einer Bordsteinschwalbe als die Gerechtigkeit der Justiz. Also, kennst du den Film Der Regenmacher? Nee, kenn ich nicht. Musst du dir mal reinziehen, das sind ja diese John Grisham-Filme, glaube ich, also die Bücher, da geht ja immer nur um Anwalt und so, weißt du so? Da ist so der junge Matt Damon, Danny DeVito spielt dort mit, Mickey Rourke spielt mit. Guter Film, Der Regenmacher, checkt euch auf jeden Fall mal. Der ist ein junger Typ, der kommt gerade raus, will Anwalt werden, hat Jura studiert. Jetzt kommt er das erste Mal ins Haifischbecken. Seine Kanzlei ist relativ shady. Der Typ ist selber ein bisschen gangstermäßig und so weiter. Aber er kommt dann dort rein und die erste Lektion, die er lernt, da sagt der große Anwalt, Mickey Rourke, so, sagt dann zu ihm halt so, nach dem Motto, woran erkennst du, dass ein Anwalt lügt? Er bewegt seine Lippen. So, ich habe von meinem Anwalt habe ich mal einen guten Spruch gehört. Also der beste Anwalt ist der beste Geschichtenerzähler. Ist so. Ich habe letztens einen kenne ich, der hat Juristen in der Familie und Richie, haben wir ein paar Gibbets geraucht und dann habe ich unten den Arabern, die sind meinen Hipster-Nachbar auf den Sack gegangen, weil die unten gepöbelt hatten. Ich hatte Wodka geschenkt bekommen. Und ich bin runtergegangen, weil ich wusste, wenn ich denen den Wodka gebe, sind die noch lauter und den zugezogenen riecht es noch mehr auf, weil man stänkert. Dann komme ich wieder hoch, dann sage ich zu ihm so, der kennt sich ja ein bisschen aus, mein Homie. Ich sage so, oh, jetzt kann man sagen, ich habe eine Straftat beflügelt, weil die macht Trinken, machen Scheiße. Überlegt, nein, Herr Udem, anders juristisch. Die haben eine verhindert, weil sie hätten ja auch die Wodkaflasche geklaut. Genau. Ja? Genau. Das die können ist immer voll, drehen. B hat da recht, das ist immer so drehen. Und die können sich drehen. Und ich habe auch gemerkt leider, wenn der Richter dich will und ein Freispruch aber erlangt wird durch Fakten, wirkt er dir bei einer anderen Sache das gleiche Ding rein, nur wenn sie, wer findet, der findet. Richtig. Wer sucht, der findet. Ach, was ich schon erlebt habe, zum Beispiel meine letzte Sache wegen Körperverletzung, da wollte der erste Richter, der wollte das einstellen, da hat die Staatsanwaltschaft, weil wir haben dort einen netten Doktor bei uns, der sehr hinterher ist bei uns, der hat das abgelehnt, der hat gesagt, nein, wir wollen eine Verurteilung. Da hat der Richter, weil, also Richter sind auch manchmal geil, weil er hat gesagt, guck mal, da ist, nee, da ist, da, die Person ist reingekommen, hat gesagt, ich habe provoziert, ich habe angefangen, ich habe was zurückbekommen. So, der Richter hat gesehen, es war, Zeugen haben das bestätigt, er hat gesagt, ich will das Verfahren hier einstellen, ohne Geldauflage, ohne nichts. Staatsanwaltschaft sagt, nein, wir wollen eine Verurteilung. Weil, Begründung, jemand mit meiner körperlichen Präsenz, ne, der muss ja, Gefahrenabwehr ist ja immer mehr als, wir denken ja immer, Notwehr ist, wenn einer will uns eine reinhauen, wir hauen ihm aber auch eine rein. Wir haben ja theoretisch notwehrrechtlich nur das Recht, die Gefahr abzuwehren. Das heißt, du kannst ausweichen und ihn wegschubsen. Das würde dann schon in dem Moment genügen. Du hast nicht das Recht, ihm eine reinzuhauen oder zwei. Ne? Natürlich sieht das in der Realität anders aus. Also, wie stellen diese Juristen manchmal eine Schlägerei vor, frage ich mich. Ne? Ist auch andere Sache, auf jeden Fall. Der Richter ist dann richtig geil. Er ist abgefuckt, er hat sofort alles beendet. Er hat gesagt, gut, dann verurteile ich ihn. Paragraph 63 StGB, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht mehr den genauen Paragraphen. Also eine Verwarnung auf, nee, irgendwie so eine Verwarnung, etwas, was nicht mal eingetragen wird. Also das ist eine Geldstrafe auf Bewährung. Also ich hätte irgendwie 200 Euro, oder nee, 600 Euro hätte ich zahlen müssen, wäre ich innerhalb von einem Jahr nochmal straffällig geworden. Also etwas, was wirklich nie angewendet wird. Mein Anwalt hat auch gesagt, also richtig geil, weil die Staatsanwaltschaft ihn abgefuckt hat, quasi in sein Wort gefallen ist, weil der Richter wollte quasi so... Der hat so eine Retourkutsche verteilt, ja, ne? Genau, so. Hat er denen das reingedrückt. Aber die natürlich dann ans Landgericht gegangen, ne? Und natürlich genau den richtigen Richter da rausgesucht, ne? Und boah, ich komme da schon rein. Ey, guck mal, kein Witz. Ich habe meinen Termin, ich will dahin. Ich
komme da rein, ich bin da mit meinem Anwalt, wir sitzen da schon. Fängt da schon so an, der Richter original, der fängt so an, also ja, haben Sie Glück, dass Sie hier sind. Ich bin davon ausgegangen, dass Sie heute gar nicht erscheinen. Deswegen habe ich gerade der hat gar keine Anzahl genannt. Deswegen habe ich gerade die Polizei zu Ihnen nach Hause geschickt, um Sie hier hinzubringen. Ich gucke die an. Im gleichen Moment habe ich dann später gesehen, meine damalige Partnerin schickt mir halt so aus der Wohnung Bilder, wie halt so 6 Bullies vor der Tür stehen, wie halt so die ganzen Beamten quasi mich suchen, um mich zum Gerichtstermin zu bringen, für eine kleine Auseinandersetzung. Ne? Was bezwecken die damit? Einfach nur damit Nachbarn das sehen, einfach nur dieses Reinwürgen. Schikanieren. Genau. Und mein Anwalt sagt mir schon so, der ist ein Bastard. So, der sagt einfach schon zu mir, du wirst sehen, der ist ein Bastard, sagt nichts. Egal, was ich dir sage, ich werde für dich reden. Wir denken immer, wir können gut reden. Wir denken immer, wir können das so ein bisschen emotional erklären und uns entschuldigen. Anwälte sagen aus gutem Grund, du sagst nichts. Die wissen das, weil alles, was du sagst, verdrehen die. Du kannst sagen, ah, es tut mir leid, ich war zu der Zeit so und so. Und dann sagen die, ja, und was? Warum denken sie, dass sie jetzt anders sind? Das heißt, sie waren damals schon so ein Schläger und so ein Aggressiver und dies und das. Und was hat sich denn bei ihnen jetzt geändert? Und dann erklärst du ihm das und dann dreht er dir das wieder. Und du merkst, du kommst bei denen nicht voran. Er hat mir zum Beispiel 10-mal die gleiche Frage gestellt, bis mein Anwalt selber abgefuckt war. Guck mal, das war eine Zeit, ich kam frisch aus dem Knast und irgendwas mit Meldeadresse. Ich erkläre mich so, ich bin da noch gemeldet, aber ich bin aktuell da und da, weil da ziehe ich jetzt hin und ich werde mich jetzt in den nächsten 1-2 Wochen werde ich mich da auch melden. Und er fragt 10-mal die gleiche Frage. Er so, ja, also sie sind da gemeldet, aber. Und ich so, ja, genau, ich erkläre ihm das 10-mal wieder und er hört einfach nicht auf. So, er hackt auf irgendwas rum. Und mein Anwalt sagt dann so, also die Antwort wird sich doch jetzt nicht ändern. Er hat ihn doch bereits erklärt, er wohnt da, aber ist da noch gemeldet, aber meldet sich jetzt innerhalb der nächsten 1-2 Wochen um. Und bevor überhaupt irgendwas passiert ist, bevor irgendjemand Aussage gemacht hat, sagt er schon, ja, Sie wissen ja, was wir hier anstreben, deswegen ist seine aktuelle Wohnanschrift sehr relevant für uns. Nach dem Motto so, wir werden ihm jetzt wir werden ihm gleich was reindrücken. Ne? Ach so, halt in welche Haftanstalt dementsprechend, war? So, genau. Ja. Und dann sagt er noch, so mitten in der Verhandlung sagt er noch, das Einzige, dann will er meinen Lebenslauf wissen und so. Mein Anwalt sagt, nein, wir wollen jetzt nicht über deinen Lebenslauf reden, weil die suchen dann wieder so Aufhänger, um Sachen zu begründen. Weil eigentlich können die nichts begründen, weil eigentlich haben die nichts, aber die suchen dann Sachen in deinem Leben, zum Beispiel. Was mein Anwalt, daran habe ich gar nicht gecheckt. Mein Anwalt sagt mir dann so später ein Beispiel, was bei einem passiert ist. Da haben die rausgesucht, dass er hatte irgendwie eine Freundin und ist der aber fremdgegangen, hatte irgendwie eine Affäre oder so. Die haben dann daraus, das haben die dann bei mir gesucht, durch diesen Lebenslauf. Nicht vertrauenswürdig. Die haben die haben Bewährung abgelehnt mit der Begründung, ja, er geht ja seiner Frau fremd, also ist er nicht vertrauenswürdig. Deswegen kann man auch nicht davon ausgehen, dass er seine Bewährungsauflagen erfüllen wird. Und ich war schockiert. Und dann habe ich erst gecheckt, warum Anwälte zu dir sagen, sag nichts. Da müssen 90% der Langfristzahlen Knast. Natürlich, aber die drehen dir dann so einen Strick daraus. Und ich sage dir ehrlich, so als Nicht-Jurist, der nicht dann täglich in so welchen Verhandlungen sitzt, man kennt sich nicht aus. Man denkt, es geht nach Fakten. Ne? Absolut, aber ich meine, du hast ja in dem Augenblick, wo du unterschrieben hast, dieses Street-Ding zu machen, musst du damit rechnen. Und das ist halt, glaube ich, das, was halt sehr, sehr vielen Jugendlichen und Kindern und so, je länger man zurückgeht in die Generation, einfach gefehlt hat, weißt du? Also je mehr das vorangegangen ist, ich meine, wir wissen ja, vor 40 Jahren kriminell zu sein, war das Eldorado. Ja. Ganz ehrlich mal, du konntest Alter machen, was du willst. Du hast Geld verdient von links nach rechts. Die Kripos waren alle bescheuert. Die saßen noch irgendwo im Gebüsch mit so Fernglas. Bau uns eine Zeitmaschine, bitte. Ja, sicher. Digga, also, es gab gar keine technischen Möglichkeiten. Und wenn du Probleme hattest, ich sag dir ehrlich, allein schon, wenn du Betrüger warst. Ich kenne ja Leute, die haben ja damals Millionen betrogen, weil die einfach das Sozialamt beschissen haben. Die konnten von Stadt zu Stadt ziehen, die sind in die Nachbarstadt gegangen, weil es das Internet noch nicht gab. Das heißt, die haben da mal 15.000 kassiert und in der nächsten Stadt wieder 15.000 und dann wieder in der nächsten Stadt 15.000. Ne? Aber jetzt ist ja alles so vernetzt. Das bedeutet, dass BKA arbeitet mit dem LKA. Blutgeld kam bar, keine DNA, sag ich mal. Genau. Ne? Auch teilweise damals, wenn wir halt mit den Jungs hier aus Berlin unterwegs waren, da waren immer Leute vom BKA. Rock hat Internat, ist uns immer hinterhergefahren, LKA, ne? Also waren immer mit am Start. Zu den ganz älteren Zeiten kann ich dir mal eine Geschichte mal erzählen, dass du, das ist unvorstellbar, Digga. Die haben so Leute, die wirklich bekannt waren bei uns, obere Köpfe von Gangs und so, die haben sie aber nicht bekommen, haben sie immer versucht zu beobachten. Aber wirklich, so, wenn ich jetzt sage, mit Fernglas im Gebüsch, ich meine das wörtlich, ne? Das ist jetzt wirklich kein Spaß. Mussten die ja damals. Digga, die saßen im Gebüsch mit dem Fernglas. Und unsere Jungs sind dann gekommen und haben die von hinten erschreckt und so, haben die so geärgert. So, das war so Kindergarten, weißt du? Du konntest damals kriminell sein, hochgradig kriminell sein, du konntest so viel Geld verdienen, so viele Marks Alter, pro Monat dir ballern und du wurdest nicht erwischt, wenn du einfach gewisse Regeln eingehalten hast. Genau. So.
Und das hat die so geärgert immer, dass die an denen zum Beispiel nicht rangekommen sind und das, das Beobachten und so, das hat immer nicht funktioniert. Und die haben sich immer blamiert und wurden beleidigt und wurden belächelt. Diese Kripos, die kamen sich vor wie Vögel. So. Und dann sind ein paar Jahre vergangen und die passen sich dann an diese Systeme dann an. Und dann haben sie den mal einmal entführt halt, ne? Da sind sie von links und rechts gekommen, haben sie, der ist auch relativ kleiner gewesen, haben sie ihn einmal unter den Arm gepackt. Einer links, einer rechts. Und dann hat er gezappelt mit seinen Füßen, wie bei so einem Comic. Dann haben sie ihn in irgendeinen so Keller reingebracht und jeden, den er mal verarscht hat, ist einmal, hat Stangen gestanden, ist gekommen und dann gab es mal eine als Revanche. So, weißt du? Mhm. Deswegen, aber heutzutage, das ist so wie 1. Mai und so, diese alten Zeiten hier. Kreuzberg hat gebrannt, überall liegen Bullenhelme auf dem Boden und die Leute machen, was sie wollen. Zehn Jahre später waren die schon auf den Dächern mit Hightech-Kameras und haben von einem Kolibri den Pimmel abfotografiert, oder? Also das hat sich so radikal geändert auf einmal, ne? Technologie kam, Anpassung, man sieht's bam. Ja, also hat B genau recht, ich habe da eine lustige Anekdote, ungefähr 94. Mhm. Wir sind alle auf einer Laubenparty, werden beim Clown erwischt, kommt freiwillige Polizei, also wird von der freiwilligen Polizei erwischt, sind alle an der Wand, die sahen auch ein bisschen aus wie Bullen. Auf einmal schreit Abu Langwitz: Jungs, die haben keine Kniften. Und den Rest könnt ihr euch ja vorstellen. Dann haben so 10 Sekunden, 5 Sekunden gedauert. Danach durften die nicht mal Patrouille laufen, weil sie haben sich mehr in Gefahr gebracht als Gefahr verhindert. Auf jeden Fall crazy Zeiten halt, ne? Ja. Aber du hast deinen Absprung so quasi ein bisschen hast du hinbekommen. Wann warst du das letzte Mal drin? Bin ich rausgekommen? 2019, glaube ich. 2019. Mhm. Aber okay. Das sind ja auch Sachen, die liegen lange zurück. Die suchen ja dann, zum Beispiel die Sache, für die ich dann war, für die ich dann gesessen habe, haben die sich was aus dem Arsch gezogen. Das war in der Schießerei. Mhm. In der Schießerei haben die mich dann angehalten, ne, die Bullen, aber die an der Werkstatt. Da haben die ein Magazin gefunden, 2-3 Patronen, einen Schlagring und ein Ü-Ei. Ich hatte da ein Ü-Ei drinnen mit, pass auf, ich wusste das nicht. Das hat mir später einer im Knast erzählt. Ich wusste das nicht. Ich hatte Sodbrennen. Und dann habe ich von einer Bekannten in so ein Ü-Ei so Magentabletten bekommen. Ne? So, ey, und dann schlagen die Alarm, die durchsuchen mein Auto mit Hunden, reißen die Dinger ab und so, diese Rückschalen und so. Ne, so welche Geschichten. Und dann sagt einer, ich hab was. Und dann sehe ich, ja, das sind Magentabletten. Ja, schicken wir ins Labor und dies und das. Und die freuen sich richtig. Die denken, die haben da jetzt irgendwas gefunden. Ja, und waren scheiß Magentabletten, ne? Ja, dann habe ich für die Kacke, ich glaube, zu der Zeit war ich auf Bewährung. Da haben die mir hier wegen Waffenbesitz und so einen Scheiß, haben die Bewährung widerrufen. Dann noch was drauf und dies und das. Ja, aber auch natürlich, weil die einfach was bewirken wollten, weil bei den anderen konnten die nichts machen. Ali hat auch, also es gab ja nach der Schießerei eine Auseinandersetzung, also direkt im Anschluss. Man sieht ja an dem Video, dass die Autos losfahren. Genau, die Autos fahren los, aber da stehen noch 2 Leute. Aber da hat er irgendwie das Auto zugemacht und wahrscheinlich aus dem Schreck heraus, da waren noch 2 Jungs von ihm, hat er die nicht reingelassen. Ne? Also der hat so seine Jungs da, also 2 Jungs sind da alleine stehen geblieben. Und dann gab es dann natürlich eine kleine Auseinandersetzung und für dieses, was da passiert ist, sollte Ali eigentlich auch knapp 3 Jahre in den Knast. Ne? Dann Revision, alles hin und her, ne? Mit Anwälten geklärt, dass er das dann auf Bewährung bekommen hat. Ne? Weil er ist auch ein selbstständiger Typ, hat seine Werkstatt, ne, zahlt seine Steuern, alles drum und dran. Und die Leute sind ja zu ihm gekommen, bewaffnet. Ja. Ne? Also, dass man sich dann da wehrt und dass da vielleicht im Anschluss was passiert, wenn du 2 Kugeln bekommst, das muss man auch vielleicht, muss man jetzt jemandem vielleicht nicht 3 Jahre Knast geben. Ne? Ist ja jetzt auch keiner bei umgekommen oder so, ist ja auch nichts extrem Schweres passiert. Aber dann, du bist ja nicht mal richtig zurechnungsfähig in dem Moment. Genau, so sehe ich das auch. Ne? Also. Aber es ist auch ganz krasse Sachen, habe ich schon mal hier erwähnt. Der Millennium-Mörder, so haben die alle hier genannt, ist ein Freund und der hatte halt eigentlich eine Notwehr, dann haben welche seinen Freund zusammengeschlagen. Mhm. Er ist aber zum Auto gegangen, es waren 2-3 Minuten und das war ein Riesen, das hat jahrelang länger gemacht, weil die konnten nicht sagen, dass er keine Möglichkeit hatte nachzudenken. Er war traumatisiert durch das Blut, aber er hatte laut Richter diese 3 Minuten Zeit, sich klare Gedanken zu machen. Genau. Ja, das aus Menschen, Affekt kannst du handeln, Morgen. Aber sonst nicht. Halt, ne? Guck mal, das sind Menschen, die stecken da nicht drin. Es gibt manchmal Sachen, die beschäftigen mich noch Tage, wo ich einfach noch nach Tagen in einem Zustand bin, dass ich einfach manchmal sage, ey, jetzt nicht heute, heute bin ich sehr, sehr ruhig und sehr, sehr reflektiert. Also ich betrachte Sachen wirklich aus anderen Perspektiven, aus anderen Blickwinkeln. Aber früher, wenn mich etwas getriggert hat, und vielleicht zu dem Zeitpunkt stand da die Polizei und ich konnte nicht sofort reagieren, manchmal hat das 2-3 Tage in mir gebrannt. Da war ich noch 2-3 Tage lang auf so einem behinderten Kopf, dass ich gesagt habe, ey, ich pack mit so und ne, dann passiert das und das.
Ne? Aber das sind Menschen, die waren noch nie in so welchen Situationen. Die haben noch nie irgendwie wo gesessen. Krass ist das immer, am meisten fällt mir jetzt mal auf, wenn die über Gewalt, ich sehe das so, Gewalt finde ich scheiße, aber sie gehört dazu, leider zur Menschheit, man kann das nicht leugnen. Richtig. Und dann, die wissen dann überhaupt nicht, auch wenn ich dann oft so folge durch die Presse, so irgendwie, wenn Gewalt war in den Öffentlichen oder so, wie die Leute dann reagieren und was man hätte machen müssen. Aber das ist dann ganz schnell Selbstjustiz oder Körperverletzung, Mord. Der schlimmste Paragraphen ist für mich Mord aus niedrigem Instinkt. Also es ist wirklich so, wenn B hier auf dem Boden liegt, irgendeiner auf ihn eintreten würde, ich würde den schubsen, der bricht sich den Hals, das ist Mord aus niedrigem Instinkt. Kommt halt immer drauf an, wie die das natürlich dann zurechtlegen sich. Da hast du schon recht auf jeden Fall. Ich würde mal behaupten, jetzt ohne dich persönlich gut zu kennen, dass du jetzt mittlerweile Familienvater bist. Genau, richtig. Das nimmt dir wahrscheinlich auch die Psychose ein bisschen raus, ne? Weil da jetzt denkt man eventuell, also so ist es bei den meisten Leuten, die in so einer Situation sind, man wird älter, man hat jetzt mehr zu verlieren und die Konsequenzen sind ein bisschen mehr klar. Wenn du jetzt dann losgehst nach 4 Tagen Psychose und immer noch getriggert bist und irgendwas machst, dann ist es im Hinterkopf immer noch die Familie, die Eltern, die Tochter, der Sohn, was auch immer in dem Augenblick, ne? Also ich sag's mal jetzt, wie gesagt, ich bin im Asylheim aufgewachsen, 8 Jahre. Wir waren da zu viert in einem Raum, der war kleiner als meine Haftzelle. Und da mussten wir kochen, scheißen, pissen. Obwohl, also Toiletten hatten wir, Gemeinschaftstoiletten. Da durften wir dann schon mit den ganzen Leuten aus dem Flur schön auf eine Toilette. So, aber ich bin da mit 15 in den Knast reingekommen so, und es ging mir ja nicht schlecht. Es ging mir ja nicht schlechter als vorher. Ich habe jetzt nichts Schlechteres gesehen, als ich vorher schon. Ne? Also gut, da war ich in einem kleinen Ort, wo ich nicht unbedingt viel machen konnte, aber konnte ich doch bei mir auch nicht. Ne? Deswegen da hatte ich nichts zu verlieren. Ich bin rausgekommen aus dem Knast. Eine Woche später habe ich den ersten Überfall wieder gemacht. Habe ich wieder die erste Spielothek überfallen. Ne? Also das hat mir gar nichts gebracht. Im Gegenteil. Ich bin in den Knast gekommen, ich habe Zuhälter kennengelernt, ich habe Autodiebe kennengelernt, der mir beigebracht, wie man Golf 2 damals kurz schließt, ne? Wie man Roller knackt. Sowas habe ich beigebracht. Bekommen. Ähnlich wie bei den Gesamtschulen, Bego, war, wo die dachten immer, ja, die Schlechten passen nicht den Guten an. Nein, das ist leider umgekehrt. Wa? Ganz genau, ganz genau. Ja. Bin ich rausgekommen, habe erstmal wieder weitergemacht. Ne? Das Ganze ging dann auch so weit. Ich habe es ja auch gefeiert, dieser Lifestyle. Sag ich mal, du kommst in den Knast. Ist ja egal, ob es jetzt durch einen Unfall passiert ist oder nicht, aber du hast erstmal den Ruf, ey, so, das ist einer, der haut nicht ab oder was auch immer. Hast auf der Straße einen Ruf. Dann wollen sich noch 2, 3 mit dir anlegen, so sage ich mal, die dann so denken, so, ey. Ne, genau so, mal gucken, ne, und dann kannst du dich da auch durchsetzen und dann genießt du es. Ne. Also guck mal, ich kann nicht sagen, dass ich mit 18 Jahren, wenn ich da durch die Stadt gelaufen bin, ne, damals mit meinen 100 Kilo oder was, ne, schön am Pumpen, dass ich es nicht genossen habe, wenn die Frauen geguckt haben, wenn alle Leute mit mir befreundet sein wollten. Klar, ne, die Leute wussten, ey, der saß im Knast, Alter, der macht jede Woche einen Überfall, macht noch andere Geschäfte und hat immer schöne Autos. Ne. Ich hatte mit 18 oder 19 meinen ersten Porsche. So, ne. So, die Leute haben geguckt. So, Punkt, Ende aus. Und ich hab's genossen. Es war mir egal. Bin ich halt wieder in den Knast reingegangen. So, ob es jetzt 1 Jahr waren, 2 Jahre. Ich habe mich immer gefreut, dass die mich halt immer nur für Nüsse bekommen haben. Ne? Meistens immer wirklich Kleinigkeiten. Also wirklich ein Diebstahl, was nicht mal ein Diebstahl war. Ne? Dann drücken die den Diebstahl rein, was keiner isst. Aber dann geben die dir eine Verurteilung, als wärst du ein Schwer... Also wirklich, als hättest du gerade, was weiß ich, was gemacht. Ne? Eine Körperverletzung, wo du eine Backpfeife gibst, wird dann auf einmal 2 Jahre, 2,5 Jahre auf Bewährung. Bedrohung wird Raub. Ja, natürlich. Also, Bedrohung wird jedes Mal Raub. Jedes Mal Raub, natürlich. Deshalb muss ich mir auch erstmal erklären lassen. Ne? Also ich muss mir erstmal erklären lassen, dass dieses Gewalt androhen oder irgendwas, dass das sofort dann, ne? Oder wenn du ein Taschenmesser in der Tasche hast, dann ist sofort, allein weil du es bei dir führst. Manchmal, ne? So eine Gebärde kann dann auch eine Bedrohung machen. Natürlich, ganz krass, natürlich, ja. Natürlich, ne? Aber wie bist du denn aus der Nummer jetzt letztendlich so ein bisschen rausgewachsen? Ganz genau, also... Gar nicht, da vorne ist die Kripo, wir müssen weg. Nee, also 100%. Ne? Also das war wirklich so, ich bin dann auch relativ Jungvater geworden, ne? Mit 23 dann. Und dann mit 23 war es dann so, ich hatte meine Tochter. Und ist aber gut, 23, Bruder, ist nicht so jung. Ist nicht so jung, ist okay. ich find's optimal eigentlich. Ja. Ne? Ja. Dann habe ich meine Tochter bekommen und dann bin ich auch zu Hause geblieben. Da haben mich auch Leute immer wieder angerufen. Ich fand es auch unverschämt, das hat mir auch viel die Augen geöffnet zu anderen Leuten. Ey, ich bin gerade im Krankenhaus bei meinem neuen Geborenen. Die Leute rufen nicht mal an, um Glückwunsch zu sagen, aber rufen an, ey Bruder, wir haben gerade Stress, komm. Ja, okay. Ich war auch so ein Affe, ich sag ehrlich, ich muss mich selber dafür beleidigen. Ich war mal der Erste, der da war. Ja, also die Leute haben mich angerufen und die wussten so, okay, der ist da, so, der ist so, ne? Ey, und ich bin dann wirklich sauer geworden. Ich so, ey, ich bin gerade im Krankenhaus. Ich versuche noch so auf höflich so dem zu sagen, so, ich komme nicht, so verpisst, so, ne? Klar. Ja, aufgelegt.
Und dann habe ich erst gecheckt, so diese Ruhe, ne, die haben das so bringt. Und dann bist du mit deinem Kind und dann hast du es auf dem Arm und schläfst zusammen ein mit deinem Kind. Das bringt die ganz, ganz, ganz andere Ruhe. Und dann habe ich wirklich, also immer wenn ich mein Kind so auf den Arm hatte, habe ich mich immer gefragt, wenn, egal wer angerufen hat, wir haben da was. Wenn es nicht wirklich mein bester Freund war, habe ich gesagt, ich habe gerade keine Zeit. Und das war dann auch wirklich so eine Erleichterung. Dann daraus zu, ist wie ein Entzug. Also es ist wie, wirklich wie ein Entzug. Du bist da vielleicht in einem Rausch vorher. Du hast doch quasi immer deinen eigenen Status, den du bewahren musst. Du musst auch immer so... Also ich finde auch dieses Männlichsein wird dir nicht in die Wiege gelegt. Also du wirst mit Männlichsein, wirst du nicht geboren. Also männlich unter dem Aspekt jetzt, wie definieren Frauen, ah, der ist ein wahrer Mann. Weil du ein Mann bist, sagen ja Frauen nicht, der ist ein Mann. Du kannst ja ein Mann sein, aber auch, du kannst auch eine Pussy sein. Das bedeutet, du musst schon so Attribute mitbringen, du musst schon Verhaltensweisen mitbringen, dass die Menschen drumherum sagen, ah, der ist ein Mann, der ist ein Motherfucker. Das ist, was du sagst, ist ein Alpha. Genau. Und ein Alpha ist, was er ist, wenn man ihn nackt in den Wald wirft. Genau. So, aber dann kam die Zeit so, du hast dir auf jeden Fall zweimal überlegt, gehst du jetzt da raus, tust du das an für Menschen? Es ist ja wirklich so, also jeder, den ich kenne, bestätigt das, wenn du Streit hast, hast du Streit für dich oder für andere? Meistens. Kriegst du Anrufe, ey, ich habe mich gestritten, weil der hat meine Freundin angeguckt. Also wenn ich Streit hatte, Bego meint, die richtigen Streit, wo ich dann älter wurde, auch die, ja, dann nicht geführt wurde, war ich alleine, weil die Leute, die du liebst, willst du nicht reinziehen. Genau. Und Streit heißt da nicht, da ist schon vorbei, da ist man gepackt und du weißt, diese Scheiße, habe ich Gott sei Dank selten erlebt, aber ich habe es erlebt. Und dann ist halt auch die Verantwortung. Vor einigen Monaten war ein Streit, da habe ich jemanden angerufen, weil meine Frau dabei war, das ist dann auch was anderes. Aber dann, ich liebe den Typen, ich könnte nicht ihn anrufen, das mache ich alleine, Bruder. Aber andere haben das nicht. Ja, sie haben nicht dieses Gefühl. Ich kann dich auch fühlen, was du meinst im Krankenhaus. Manche sind schon traurig oder neidisch, wenn es dir gut geht. Genau. Weißt du, eigentlich müssen sie sich freuen, dass du weg da vom Hustle bist, vom Beef und dann, die gönnen dich, Bruder. Mit denen gehst du schwimmen, dein Puller ist 1 Zentimeter länger, sie hassen dich. Die haben halt, wenn du, also so wie ich das erlebt habe, musst du mal sagen, wie du das empfindest. Wenn du jemand bist, der bereit ist zu machen, dann merken das andere Leute. Und das ist wie dieser Fame. Die wollen dich ausnutzen, Bruder. Natürlich, die wollen dich ausnutzen. Natürlich. In dem Augenblick, wenn die wissen, okay, der macht, das heißt, er macht, aber ich ja nicht. Ja, das heißt, in dem Augenblick, da muss man dann auch schon wieder diesen Instinkt dafür entwickeln, dass man merkt, ah, okay, du bist jemand, du bringst Ärger. Ja, das heißt, für, gestern habe ich dich als Freund empfunden, aber wenn ich mal tatsächlich darüber nachdenke, wenn du ohne irgendein Gewissen mich, ihn und sogar den, den du nicht mal kennst, der ist noch ein Kind, der ist 15, der läuft jetzt auch mit. Wenn du die jetzt alle in Gefahr bringst, weil du einfach dein scheiß Leben nicht unter Kontrolle bekommen kannst, ne, Bruder? Das sind die Leute, die am meisten immer dafür verantwortlich sind, dass dann die Leute, die aber machen, dass die dann mit in den Strudel reingezogen werden, weil die zu feige sind, Bruder, selber was zu machen. Das ist es, genau, weißt du? Die bauen sich dann irgendwas auf, so eine Illusion, so ein Machtgehabe, ne, weil die wollen sich dann männlich zeigen, aber im Endeffekt, die selber machen ja nichts. Genau, die wollen halt auch immer was sein, aber die können nicht akzeptieren. Nicht und definieren sich über unterdrücken. Nicht unterdrücken. Das sind so meistens so Leute, die können alleine einfach nicht durchziehen und brauchen andere, dass sie durchziehen, was sie verkackt haben. Weißt du, die bauen Scheiße, hinterlassen einen Scheißhaufen und jetzt müssen alle anderen aufräumen, aber die haben diese Scheiße gar nicht gebaut. Genau. Und mit solchen Leuten, wenn du dir das mal so reinziehst, so, die willst du eigentlich so schnell wie möglich aus deinem Leben raus haben. Muss man, ganz ehrlich. Das musste ich auch lernen. Ne, also da bin ich auch echt dankbar, dass ich das dann irgendwann noch gecheckt habe, weil genau das, was du gesagt hast gerade, gebe ich dir 100% recht. Da gab es Leute, die haben einfach regelmäßig Stress, weil die sich auch überall einmischen. Die wollen überall dicke Eier zeigen, machen aber im Endeffekt gar nichts. Komplexe so, haben die. Richtige Komplexe wollen immer Padron sein, die wollen immer ganz oben mitspielen, sind aber im Endeffekt nichts, können nur quatschen. Also es gibt ja bestimmte Leute, die sind wirklich nur gut im Reden, aber machen können die nichts. Am liebsten in der Blase immer begeben, nur mit Leuten, die dann auch sagen, ja, du hast recht, Abi oder ABB. Das sind noch nicht mal Abis. Aber was, guck mal, was diese Leute nie verstanden haben, meiner Meinung nach, du musst nicht ein krasser, harter Gangster-Typ sein, damit du menschlich einen Wert hast, Bruder. Natürlich, du musst doch nicht, Alter, ein Gangster sein. Du musst doch nicht Streit machen. Du bist anscheinend nicht mal in der Lage, deinen eigenen Streit zu klären. Ich meine, irgendwann musst du das doch nach dem 10., 15. Mal musst du das doch begriffen haben. Sonst bist du doch ein dämlicher Vollidiot. Und in dem Augenblick, wenn du für sowas nicht gebaut bist, dann darfst du doch niemals vergessen, Gott hat dir andere Qualitäten gegeben, Bruder. Vielleicht bist du der beste Kindergärtner. Oder vielleicht kannst du super Blumen anpflanzen. Irgendein scheiß verdammtes Talent hast du schon. Joint verschlucken.
Ja, du musst nicht Chuck Norris sein, weißt du so? Weil in dem Augenblick, wenn du merkst, ich habe Chuck Norris gemacht, hab's Ärger gemacht für alle anderen, hab wieder Chuck Norris gemacht, wieder Ärger. Aber jedes Mal bin ich nicht in der Lage, da guckst du in den Spiegel, sagst, aber ich wollte auch immer krass sein. Bruder, du musst nicht krass sein. Sei krass in deinem Bereich. Der eine kann sehr gut zeichnen, der andere ist ein guter Künstler, der andere ist ein krasser Tänzer. Irgendwas finde es. Finde, was in dir drin ist, bau das aus. Weißt das du? Ist mein Straßenpsychologe. Das muss man wieder, das schreibt, so fängt mein Intro an. Das stimmt. Übrigens, Chuck Norris sitzt im Bus hinter Flair. Geil. Das ist aber ein gutes Thema. Was ist denn, voll gesagt, Belasch, mal echt geil gesagt. Yes. Danke, Bruder. Was ist denn dein, du verfolgst das jetzt? Ich weiß, ist vielleicht ein unangenehmes Thema für dich, aber verfolgst du diese ganze Gerichtsverhandlung gerade? Um Arafat und um Bushido und so weiter? Ab und zu lese ich da mal was. Roos bringt ja da ab und zu mal auch so ein paar Passagen. Die Roos, sein Zeug guckst du dir dann an, ja? Ab und zu, jetzt nicht alles, wenn ich mal Zeit finde und so, dann gucke ich da mal rein und so. Also ja, ich finde es auch echt, wie sich das Ganze zieht und worum es da geht. Mhm. Ich hab's ja damals. Du bist ja ein bisschen parteiisch, muss man sagen. Guck mal, du bist mit dem einen Cousin. Ich betrachte das so neutral. Ja. Guckt euch mal bitte. Guckt euch mal, nee, die ist nicht halb voll. Oder halb leer, wie man es betrachtet. Ne? Der Richter könnte ja auch sagen, er ist gnädig gewesen und hat sie halb leer gemacht, bevor er sie geschmissen hat. Ne? Mhm. Könnte ja auch sein, aber je nachdem. Auf jeden Fall, guck mal, ich habe ja damals in dem Interview mit Leroy auch darüber geredet. Und ich habe damals schon gesagt, es geht dabei nicht um irgendwelche Säureangriffe. Damals war ja ganz groß in der Presse, Säureangriffe, stimmt. Kinder entführen. Ja. Ich habe damals schon gesagt, das ist alles gelogen. Das wird alles instrumentalisiert, um eine nicht vorhandene Straftat aufzubauschen, wo es im Hintergrund eigentlich nur um Geld geht. Das habe ich schon damals gesagt. Guckt euch jetzt das Video an und ihr werdet sehen, dass alles 1:1 eingetreten ist, wie ich es gesagt habe. Da drin sage ich auch, er hat dort Verträge mit LKA, Staatsanwaltschaft etc., um gegen bestimmte Personengruppen, sage ich mal, Aussagen zu tätigen oder sie in ein bestimmtes Licht zu stellen, weil die eine Agenda haben, diese Menschen zu verfolgen. In Berlin ist die Agenda, auch in Essen, auch in anderen Städten, momentan sehr, sehr, sehr gefragt, sehr, sehr groß, bestimmte ethnische Gruppen zu verfolgen. Punkt, Ende aus. Da kann mir, soll jetzt jemand sagen, ist eine Theorie, V-Theorie oder was auch immer. Ist es so. Ist einfach so. Jemand, der aus Berlin kommt und der das gerade sieht, was abläuft, da werden Razzien gemacht für Zehntausende Euros. Da ist die Presse vorher da. Genau, mit 1500 Beamten für 2 Kilo unversteuerten Shisha-Tabak. Und dann steht da in der Presse, Erfolg gegen Clan-Kriminalität, wir haben 2 Kilo Shisha-Tabak beschlagnahmt. Ne? Worum geht's denn da? Geht's da, da stimmen wir dir zu. Ne? Also geht's da wirklich darum, um bestimmte Personengruppen zu diffamieren und auch zu nerven? Es ist ja wirklich die Taktik der 1000 Nadelstiche. Ja. Es geht einfach darum, zu pieksen, zu nerven. So, ja, du hast jetzt 2 Kilo unversteuerten Shisha-Tabak, dafür kriegst du 20.000 Euro Geldstrafe. Die hauen dann ja sowas raus. Da geht's um 2 Kilo Shisha-Tabak, dann kriegen die 20.000 Euro Geldstrafe. Beim zweiten Mal schon 100.000. Boah, diese Waffenfünde immer, wenn sagen, auch eine Schafe, du denkst an 20 Knarren, haben sie bei Teenagern Gaspistolen. Genau, die sind da aufgebaut, du denkst, die sind bei der Hezbollah eingeritten, da sind es 19 Gasknarren und 2 Schafe. Genau. Ja. Nee, also was da wirklich dann in den Medien propagiert wird und was dann wirklich im Endeffekt stattgefunden ist, dann sind ja 2 ganz unterschiedliche Welten. Mhm. Aber zurück zum Thema, ich habe ja damals schon dann prophezeit, worum es, also beziehungsweise erklärt, worum es da wirklich geht, ne, was da wirklich hintersteckt. Und mittlerweile ist ja alles rausgekommen. Mittlerweile fragt sich ja der Richter der Verhandlung selber, wie ist denn ihr persönliches Verhältnis zwischen Staatsanwaltschaft und in dem Fall Geschädigten? Ja, also ist da denn noch die Neutralität gewahrt, ne, die ein Jurist dann auch tragen muss, wenn er die Position eines einer Staatsanwaltschaft vertritt? Ne, also da muss man ja auch kritisch hinterfragen. Wenn da jemand 30 Tage in einer Verhandlung sitzt und dann 30 Tage lang eine Aussage tätigt, aber von der Staatsanwaltschaft nie kritische Fragen kommen und auch zu, sag ich mal, Themen, wo die Staatsanwaltschaft vielleicht mal selber ermitteln müsste, ne? Weil die Staatsanwaltschaft ist ja dazu verpflichtet, wenn ein Verdacht vorliegt, diesen Verdacht nachzugehen. Und es gab ja in den Aussagen öfters mal begründete Verdachtsfälle in Richtung Versicherungsbetrug, in Richtung, ich will es jetzt gar nicht aufmachen. Aber so in diese Leute wissen gut Bescheid. Ja. Die Leute wissen gut Bescheid. Auch die Presse als Promo-Tools, Rosberg und so, das ist Wahnsinn, wie das agiert. Vielleicht haben sogar Bushido mit Absicht so hochgebracht. Keine Verschwörung, man weiß nie. Man weiß nie, ne? Und das sind aber Prozeduren, die in einem Rechtsstaat, ne, wir freuen uns ja alle, dass wir hier leben können. Ne, jeder kann ja das Land schlecht reden, wie er will. Auch wenn die jetzt momentan nicht gut gesund uns gegenüber sind. Wir können uns ja über die Rechtsstaatlichkeit hier alle freuen. Also so wie das hier abläuft, ist ja der einzige Grund, warum wir auf die Straße gehen können, unbewaffnet, und nicht davon ausgehen müssen, erschossen zu werden, weil wir jemanden schief angucken.
Ja, also hier funktioniert ja eigentlich alles relativ gut. Wir können davon ausgehen, dass wenn wir mal bei einem Internetkauf beschissen werden, dass wir zur Polizei gehen können und dass dort dann ermittelt wird und dann, dass da auch dann ein Schuldiger vielleicht festgestellt wird. Was ja in anderen Ländern nicht so ist. In anderen Ländern werden Leute, da wird dein Bruder vor deinen Augen erschossen und die Polizei ermittelt nicht. Absolut. Die Polizei sagt, ja, nee, wir kennen den Onkel von dem, da ermitteln wir nicht. Mhm. Ne, die sagen da so ins Gesicht, da hast du Pech gehabt. Ist so. So, deswegen, wir können uns ja eigentlich freuen, dass wir hier sind. Und deswegen finde ich das erschreckend, wenn dann wirklich Institutionen wie halt Staatsanwaltschaft beziehungsweise wirklich Organe der, die dieses Staates, dieses Rechtsstaates so ausgehebelt werden durch persönliche Beziehungen, die dann vielleicht ja, aufgebaut wurden, ne, mit vielleicht persönlichem Interesse, ne, die die Staatsanwaltschaft da hatte. Ja. Das ist aber kein Qualitätsmerkmal dieser Staatsanwaltschaft, mhm. ne, wenn die dann wirklich ihre eigene Verantwortung außer Hand geben und vielleicht auch nicht nachkommen. Ne. Die haben ja eine Verantwortung dem Staat gegenüber, weil sie ja Diener dieses Staates auch sind in dem Moment. Und die kommen dieser Verantwortung nicht nach. Die erfüllen nicht ihre Arbeit, weil sie einfach nicht arbeiten, wie sie arbeiten sollten. Und das finde ich dann sehr, sehr, sehr problematisch. Problematisch, 100%. Genau. Ich habe ja auch folgende Theorie. Mal gucken, ob ihr mir zustimmt. Mhm. In dem Augenblick, wenn es da so eine politische Agenda gibt und da sind sich viele Leute einig. In Bezug auf diese Clan- und Großfamilien-Sachen würde ich den Leuten nach wie vor natürlich von meinem Bruder Mohammed Chahour den Dings hier Podcast empfehlen, den er mit Steiger gemacht hat. Da geht es nur um so Familiengeschichten. Und so Leute wie Arafat zum Beispiel waren auch dort zu Gast. Die nehmen das Ding sehr aus der Vogelperspektive auseinander. Mhm. Finde ich sehr gut auf jeden Fall, was sie machen. Auf der anderen Seite, man kann auch sich nach oben orientieren und man merkt, dass hier in Deutschland halt auch in gewisser Weise viel zerfallen ist. Also zu den Zeiten, wo wir hier angekommen sind in den 80er Jahren, da war das halt wie gesagt noch so ein relativ wirtschaftliches Eldorado. So, den Leuten ging es gut, alles hat ein bisschen besser funktioniert und so weiter. Und da ist halt auch so die Gefahr jetzt gerade da halt, ne? So, dass das eher den Berg heruntergeht anstatt hoch. Und im Hintergrund sind dann halt solche Sachen wie politische Interessen, die dann Leute dann vertreten, die dann durch solche Geschichten in Gerichtsprozessen, wo es dann um Clans und Kriminalität und überhaupt bla bla bla, dieses ganze Zeug geht, da merkt man, das ist nicht so clean und transparent, wie man es gerne hätte. So, weißt du so? Deswegen ist immer gut zu sagen, cool, schöner Zustand, man kann froh sein, dass es nicht so ist wie in der dritten Welt, in schlimmen Orten und so weiter. Aber es ist wie das Gesundheitssystem, Bruder. Weißt du, das war auch früher besser. Mhm. Es ist immer noch gut im Vergleich zu Ecuador. Stimmt, ja. Aber es sind halt so Werte, die muss man doch verteidigen. Also da musst du doch gucken, dass man das irgendwie aufrechterhält. Mhm. So, und die Krankenhaussituation und so weiter sind katastrophal heutzutage hier in Deutschland. Richtig. Aber es ist halt immer noch nicht Indien. So, das ist schön gesagt. Weißt du? Und deswegen ist jedem seine Verantwortung halt, finde ich, auch zu gucken, dass man gewisse Bitch-Moves und so nicht erlaubt. So, dass man halt auch diese verteidigungswürdigen Aspekte von Deutschland auch immer noch am Leben erhält. Mittlerweile machen die Leute Späße im Internet, sagen, Belasch ist deutscher als ein Deutscher, der verteidigt immer Deutschland. Früher haben sie gesagt, ich hasse Deutsche. Als wir angefangen haben hier mit dem Podcast, jeden Kommentar, dieser deutschen Hasser. Weißt du, jetzt sagen sie, der verteidigt immer Deutschland. Ey, Bruder, ich sag einfach nur, was ich denke. So. Weißt du, was ich meine? So? Und das ist halt das Ding so. Und ich bin halt der Meinung, Deutschland hat sehr gute Qualitäten und die gehören von der Bevölkerung beschützt. Weil die Politiker werden das für uns nicht machen. Das Rechtssystem wird das für uns nicht machen. Weißt du so? Wir müssen das selber machen, Bruder. Wir müssen immer alles selber machen. Am Ende wird alles auf unserem Scheißnacken hängen bleiben. Ist so. Bela, sag die krasse Sache, Bruder. Eigentlich habe ich nur auf meinem MP3 Jay Prince Intros, weil die sind cool, aber Bela spricht mir mal irgendwie zur Musik dazu. Ich muss euch trotzdem was sagen. Auch ich wollte früher Bela Abu Shaka heißen. Jetzt hast du nochmal den Rahmen gesprengt. Bego, ich habe noch eine Frage. Bist auch Straße, Rap, ja? Hm? Was, das frage ich immer, ist die Klassikerfrage, da mache ich mir mal ein Bild. Hm. Was war denn das erste Mal, du hast gesagt, die Leute, die berühmt wurden, mit denen bist du aufgewachsen, dann kannst du dich doch an dein erstes Rap-Lied erinnern? Zum ersten Mal als Rap in dein Ohr kam? Boah, wahrscheinlich im Asylantenheim, wahrscheinlich noch nicht unten am Balkan. Ich glaube 50 Cent. Also doch schon so lange. Ami-Rap. Wie alt warst du da? Damals, ich glaube, wann hat MTV gestartet? 84, 86. Ich meine in Deutschland, wo wurde das hier so? Ach so, 91, 92. So, also auf jeden Fall, ich weiß noch, wir hatten ganz wenige Sender bei uns im Asylheim und dann hat der Erste so eine Antenne installiert. Mhm. Der Erste hatte dann so eine Satellitenschüssel. Kanakenantenne. Ah. Genau, dann hatten wir so eine, dann sind wir bei dem hoch, war auch, der kam aus Kosovo, der kam aus dem Kosovo, dann sind wir hoch und dann hat er, glaube ich, MTV angemacht.
Wann lief das erste Mal, glaube ich, 50 Cent? Find me in the club. Genau. Ich glaube, 50 Cent. Hat Beko gesagt, Broke mit deinem Ketchup und Spaghetti. Mich fällt ja auch bei dem Club. Ja, und jetzt haben wir ja jetzt gerade auch den Kreis geschlossen, lustigerweise, weil das Nächste, was die Leute von dir erwarten können, ist ja tatsächlich dann auch Rap-Musik, was wir alle nicht gewusst haben. Da sind wir natürlich auch sehr gespannt. Ich denke mal, du nimmst die Sache ernst. Das ist jetzt nicht so, ich mach mal kurz irgendwie einen Rap-Song, weil ich auch einer von 6 Millionen sein will, die Rap-Songs machen. Sondern ziehst du das auch wirklich durch? Hast du da Ambitionen? Also ich sehe das Ganze so. Ich bin nicht, ich habe es nicht nötig, Musiker zu werden. Deswegen kann ich Musik aus einer ganz anderen Intention machen. Also viele Leute machen Musik. Das ist die beste Intention. Ganz genau. Ich kann es einfach machen, weil ich es liebe. So, ich bin da in meinem Bett, schön im Beat. So, und dann schreibe ich was dazu, ne, und dann finde ich es geil, was ich mache, und solange es mir gefällt, finde ich es cool. Wenn es dann andere feiern, umso besser, so, vielleicht kommt da was, bei rum, vielleicht auch nicht. Ist aber jetzt auch nicht so wichtig, sondern ich habe einfach das gemacht, was mir vielleicht in Deutschland auch so ein bisschen gefehlt hat, ne, und es gibt in Deutschland wirklich schon sehr viel, also deutscher Rap ist mittlerweile schon sehr facettenreich, egal was für ein Genre man so feiert, auch welche Facette von Hip-Hop, man kann immer was jetzt finden mittlerweile. Mittlerweile ist aber auch sehr viel, gleichgeschaltet, finde ich. Also man hört immer wieder die gleichen Melodien, die gleichen, ne, so Themen, auch immer die gleichen Zeilen. Mittlerweile, manchmal, wenn ein Lied schon anfängt und ich höre schon die gleiche Zeile, ich hole den AMG für dich, Mama, mit dem ganzen Koks, ich mach weg. Ich sag's euch ehrlich. Das ist gefühlt jeder Song hat einfach diese Zeile so. Ne? Digga, du musst mal vorstellen, so alte Mutter, die sitzt so im AMG drin, so am Flexen, aber nachholen. Sie weiß ganz genau von Flex Money. Yeah. Baby, voll stolz auf ihr Sohn. Also ich gebe jetzt auch wieder was zu. Ich habe meine Mutter hat keinen Führerschein. Ich habe damals ihren Wagen geklaut und das Geld verkokst. Mama, ich liebe dich. Das ist Spaß. Nie im Leben habe ich das gemacht. Geil, Alter. Ja, aber du hast recht auf jeden Fall. Viel gleiches Zeug. Also zwei Sachen habe ich aus deiner Intention rausgehört, die mir schon mal prinzipiell gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Erstens mal, du machst es nicht, um berühmt zu werden und Fame und Geld und so weiter. Gut, das kannst du dir anders auch holen, hast du teilweise sogar schon. So, und auf der anderen Seite willst du was machen, was du selber gerne hören würdest, was dir fehlt. Das ist das, was viele Leute da draußen nicht begreifen. Das ist halt das ist das, was die Kultur, die Musikrichtung, keine Ahnung was, beflügelt, weißt du? Genau. 1000 Leute rennen in die linke Tür, es gibt aber nur 2 Türen. Warum ist die rechte? Die ist leer, da geht keiner, geht auch Geiler Bro. Typ. So kam ich auch ins Game, Baby, genau so, Baby. Ja. Geile Einstellung. Ja. Und ich finde, du bist auch, wenn ich so dich sehe, du hättest auch faken können, du hättest auch gerade 79 Jahre lang nicht vom Optik, jetzt nicht, dass du wieder in die Türkei gehst und dir irgendwas änderst, ich meine jetzt schon vom Mindset und so, bist ein gestandener Mann, aber du bist ja bedeutend jünger als wir, ne? Du bist ja Mitte 20, ne? Genau. Eigentlich auch genau richtige Zeit, Baby. Ja, gute Zeit auf jeden Fall. Hast auch genug erlebt und hast auch die richtigen Voraussetzungen, finde ich, mental gesetzt. Und wenn doch Geld reinkommt, ich putze den Pool. Ey. Ja. Und wer putzt deine Bomben wieder? Ja. War doch geil, ob alle sind. Ja, mein Bruder, dann sei mal auf jeden Fall, ihr da draußen, seid mal bitte gespannt darauf, was dieser Bruder hier in Zukunft noch zu berichten hat. Mal abgesehen von YouTuber und Straßen-Dude, kommt er jetzt auch noch in unser Business hier rein und versucht da ein bisschen was zu bereichern. Also ich persönlich bin sehr gespannt auf jeden Fall drauf. Ja, war ein geiles Gespräch auf jeden Fall, Bruder. Was können denn die Leute, mal abgesehen davon, von dir erwarten? Hast du noch andere Projekte, irgendwas, was du den Leuten mitteilen willst? Boah, bei mir ist alles so spontan, ich plane einfach nichts. Das war bei mir schon immer so. Ich bin Sternzeichen-Zwilling, ich bin mal da. Okay. Und das zeichnet uns aus. Also ich bin da sehr spontan. Vielleicht reise ich auch nächsten Monat zum Mars oder so. Sehr schön. Zum Melmark würden wir mitkommen, ne? Ja, ne? Ja. Alles klar, Bruder. Dann war das auf jeden Fall ein sehr interessantes Gespräch, würde ich sagen. Ne? Und ihr habt jetzt schon das Video gesehen, Violett. Und ich hoffe, es hat euch überzeugt, Baby. Matthias Crime kommt auch. Mir ist egal, was der Wettermann sagte. War mit meinem Homie Beko am Start und war sehr entspannt. Cooler Real Talk. Ey, jetzt bin ich euphorisiert. Zeit für eine Sportzigarette. Make Hip-Hop great again. Das war der Oddcast, Baby. Check den Bruder Beko, wir sind raus.